Ja, ich freue mich auch heute ein ganz interessantes Thema zu haben, nämlich ist Quantenheilung möglich? Und das ist eigentlich ein Thema, was ich aus dieser Vortragsreihe immer gerne herausgehalten habe. Wir haben immer philosophisch, wissenschaftlich, spirituelle Themen gehabt. Also es ist teilweise abstrakt, sowas wie ich selbst und Ego oder was ist Handeln oder was ist Wahrheit. Und da kann man auch Stunden drüber sprechen und es fällt mir meistens auch gar nicht schwer. Nicht? Aber heute spreche ich über ein sehr praktisches Thema, nämlich das Thema Heilung. Natürlich in Verbindung mit dem ganzen Spektrum der Themen, die wir in dieser Vortragsreihe auch immer wieder angesprochen haben. Das zeigt der Titel schon, ist Quantenheilung möglich? Das heißt, wir sprechen nicht über Heilung nur, sondern über Quantenheilung. Wir müssen uns natürlich erstmal die Frage stellen, was das überhaupt sein soll. Denn wenn man im Lexikon nachguckt, Quantenheilung ist erstmal überhaupt nicht definiert, was das sein soll. Also kann erstmal alles Mögliche darunter verstehen. Ich möchte aber hier als Physiker etwas ganz Bestimmtes darunter verstehen. Nämlich Heilung, die zurückgreift auf die Erkenntnisse der Quantenphysik. Und zu sehen, was das für uns bedeutet, was wir da ganz praktisch mit anfangen können. Und ihr seht schon, ich habe hier auf meinem Referententisch heute einiges an Technik mitgebracht und möchte dann auch in die Praxis gehen. Möchte mal gucken, ja, wie sieht das in der Praxis dann aus? Also das habe ich mir heute vorgenommen und mal sehen, wie das klappt. Also zunächst einmal die Frage, was könnte Quantenheilung überhaupt sein? Also welche Rolle spielt die Quantenphysik für die Heilung oder welche Rolle spielt die Quantenphysik für die Medizin? Ich glaube, dazu muss man sich erstmal fragen, was ist eigentlich der Mensch? Also ist der Mensch oder der Körper des Menschen, wie ist der Beschreiber? Normalerweise, wenn ein Physiker auf den Körper des Menschen schaut, dann, ja, was sieht er denn dann? Was sieht denn ein Physiker? Haben wir einen Physiker unter uns heute? Kein Physiker. Jetzt sprecht ihr für die Physiker. Schade, dass wir sonst keinen Physiker haben hier. Energie, das stimmt natürlich. Ein Physiker sieht gerne Energie, aber zunächst einmal fragt sich der Physiker natürlich dann, in welcher Form ist diese Energie denn hier präsent? Und da haben wir zunächst einmal die schnöde Materie. Da sagt der Physiker, da ist der Chemiker für zuständig. Das sind Atome, okay, da ist er noch für zuständig, aber dann die Moleküle, die da miteinander wechselwirken, die ganze Biochemie des Körpers spielt dabei eine Rolle. Also an welcher Stelle ist es eigentlich wichtig, sich als Physiker den Körper anzugucken oder anders als Mediziner auf die Physik zurückzugreifen? Ich weiß, wir haben Mediziner, mindestens einen Mediziner unter uns. Herr Dr. Hermer, was denken Sie? Sie haben ja sicherlich auch Physik studiert während Ihres Physikstudiums. Also warum, welche Rolle spielt die Physik für die Medizin und damit für die Heilung heutzutage? Da haben wir das Mikrofon. Wer hat das abgeschleppt? Das interessiert mich jetzt nämlich mal von einem Mediziner. Mediziner sind ja auch Naturwissenschaftler. Ich glaube, das sind mehrere, einige Aspekte. Ein Aspekt ist rein mechanisch. Gibt es die mechanische Seite? Die Mechanik. Mechanik. Ne? Das ist das Erste, was man in der Physik lernt, die Newtonsche Mechanik. Und der Körper hat sicherlich so mit Gewicht und wenn er nicht ständig aufpassen würde, wird er umfallen. Also die ganze mechanische Seite, das ist sicherlich hilfreich. Das ist Skelett als tragende Struktur und Muskeln als die bewegende Struktur. Das ist dann eine physische Einheit. Mhm. Das ist ein Aspekt. Zweiter Aspekt, etwas modernere Physik, ist die elektrophysiologische Betrachtung. Das schreibe ich mir jetzt mit, das klingt interessant. Also zunächst mal die ganze, nennen wir es mal Biomechanik oder Biokinematik des Körpers. Dafür braucht man die Physik, um das beschreiben zu können. Und das zweite ist die Elektrophysiologie. Physiologie. Das hat angefangen vor sehr vielen Jahren mit ersten Aufzeichnung der Herztätigkeit, diese erste primitive EKGs. Und dann ging es weiter und weiter mit schon qualifizierter heutiger EKG, mit Elektroenzephalogramm Gehirnwellen. Dann ging es weiter tiefer und tiefer in die Impulse, die Nerven ausstrahlen. No. Als höhere Stufe kam dann die intrazellulare Ableitung der Potenziale, sodass man hat
Ruhepotential einer einzigen Zelle, die Aktionspotential einiger einzelner Zellen erfasst und die Verbreitung der Potenziale hat sich herausgestellt, dass damit werden die Informationen über den Nerven entlang geleitet. Mhm. Dann hat man festgestellt, die, zum Beispiel der Nerv ist aufgebaut so, die großen, langen Nerven, dass die sind in einer Scheide. Die Scheide ist aus einem Isolator, aus Myelin. Und diese Scheide hat von Zeit zu Zeit alle paar Millimeter Unterbrechung, wo Nerv frei liegt. Dann hat man festgestellt, dass es die... Das wird jetzt fast schon zu weit in die Elektrophysiologie hineinführen. Aber ich sehe, dass die, sozusagen die Beschreibung elektrischer Phänomene und Prozesse innerhalb des Körpers spielen bei den Nerven eine große Rolle. Nicht nur da, sondern bei jeder Zelle. Die Aktionspotenziale, das haben wir alle mal in der Schule gelernt. In der medizinischen Diagnostik werden solche Reize, also solche elektrischen Impulse gemessen im Gehirn, im Herzen. Also diese ganze Ebene der Elektrophysiologie. Dazu braucht man Physiker. Jetzt kommen wir zurück aus den Tiefen der Elektrophysiologie. Zum Beispiel Blutdruckmessung ist auch ein physischer Prozess. Gut, da sind wir aber noch ein bisschen im Bereich der Mechanik. Nein. Dort habe ich verstanden, Skelett, ja. Aufbau, Muskulatur, Bewegung. Richtig. Hier ist Druck, Druck innerhalb der Gefäße, Druck innerhalb der Herzkammer, Druck innerhalb des Magen-Darm-Traums. Richtig. Das alles ist messbar und wird auch gemessen und daraus wird auch Konsequenzen gezogen. Ja, richtig. Das ist noch ein Gebiet, wo Physik dabei ist. Druck, Innendruck, ja. Und vor allem der Kreislauf, das ist ja ein mechanisches System, ja. Das sind klassische Bereiche, für die ein Mediziner die Physik braucht. Wenn du mir nicht wegnimmst den Mikrofon, dann stelle ich dir das für den Vortrag. Ja. Aber trotzdem, vielen Dank. Ich wollte das mal jetzt aus erster Hand hören, eines qualifizierten Mediziners, der auch einen Teil seines Lebens dort in der Forschung gearbeitet hat und aber auch als Arzt praktiziert. Jetzt gibt es Biophysiker. Das ist also eine Spezie von Physikern, die sich nochmal genauer den menschlichen Körper aus physikalischer Sicht anschauen. Und einer dieser Biophysiker ist der Professor Fritz Albert Popp, den ich auch in den letzten 25 Jahren immer wieder begegnet bin und auch ein wenig dort in den Bereich der Zusammenarbeit gekommen bin. Und das Interessante an diesen Biophysikern um den Professor Popp herum ist, dass sie gesehen haben, dass es neben dieser elektrophysiologischen Ebene, wo es also um den Strom von Fluss im Körper, also Stromflüsse im Körper und ganz normale elektrische Phänomene gibt, dass es auch eine Ebene gibt der Felder. Das heißt elektromagnetische Felder, die im Körper erzeugt werden, beziehungsweise die teilweise von außen auf den Körper wirken, die auf verschiedenen Ebenen erzeugt werden. Zum Beispiel, sobald ich Ionen bewege im Körper, entstehen elektrische Felder und magnetische Felder. Aber die Zellen erzeugen selber Felder. Die Moleküle in den Zellen erzeugen elektromagnetische Felder. Auch die DNA erzeugt sich solche elektromagnetischen Felder. Die haben aber eine extrem niedrige Intensität. Die sind sehr schwach oder man sagt sogar ultraschwach. Man spricht da in der Fachsprache von ultra-weak cell radiation, also extrem schwache Zellstrahlung. Und die ist so schwach, dass man in der Biologie, kennt man die schon seit den 20er Jahren, eigentlich immer gedacht hat, sie ist unwichtig. Es ist ja klar, wenn da Ladungen bewegt werden, dann strahlt das irgendwie, das lässt sich gar nicht verhindern. Aber um die muss man sich nicht kümmern, weil die ist ja so extrem schwach. Die ist so schwach, das könnt ihr euch mal überlegen, wenn ihr eine Kerze, eine kleine Kerzenflamme aus 20 Kilometer Entfernung betrachten würdet in der Nacht. So schwach ist dieses Licht. Da kommen einzelne Photonen an. Wenn wir also den menschlichen Körper in eine Dunkelkammer tun und mit Photomultipliern schauen, dann sehen wir, der leuchtet. Aber er leuchtet so schwach, dass wir das mit bloßem Auge nicht sehen können. Aber diese Strahlung, das sind Einzelphotonen, die kommen aus dem Inneren unserer Zelle, die kommen aus der DNA. Die kommen von allen komplexeren Molekülen. Und
Das ist heute in der Biophysik und in der Biochemie eigentlich kein Geheimnis, dass die Photonen dieser Zellstrahlung in allen wichtigen biochemischen Prozessen eine Rolle spielen. Also man muss sich das überlegen, biochemische Prozesse, bei der Initiation solcher Prozesse haben Photonen, also Teilchen des Lichtes, Quanten des Lichtes, immer eine initiatorische Wirkung. Also ohne Photonen, ohne Wechselwirkung über dieses ultraschwache Feld laufen eigentlich überhaupt keine biochemischen Prozesse ab. Es gibt also noch eine weitere Ebene, die darf ich also hier hinzufügen, die unterscheidet sich nochmal von der elektrophysiologischen Ebene. Das heißt, die Ebene der Felder. Und dabei sprechen wir zunächst mal von elektromagnetischen Feldern. Elektromagnetische Felder, die im Körper wirken. Wenn zum Beispiel das Herz schlägt, ein Herzschlag, gibt so einen starken elektromagnetischen Impuls, der ist im gesamten Körper, in jeder Zelle spürbar. Der ist, ich glaube, ich habe den Faktor 200 im Gedächtnis, wenn man ihn vergleicht mit der Stärke der Impulse des Gehirns. Also die Herzwellen, die elektromagnetischen Impulse oder Wellen, die vom Herzen ausgehen, sind 200 Mal so stark wie die, die von unserem Gehirn ausgehen. Und man weiß heute auch, dass diese Impulse, die ja so im Sekundentakt kommen, pum, pum, und zwischendurch gibt es ja im EKG auch kleine Zacken, die auch Impulse setzen, also dass dieses, manchmal, dass dieses Vibrieren, dass diese elektromagnetischen Impulse, die dort ausgehen vom Herzen, dass die im Gehirn sehr wohl wahrgenommen werden. Und dass es in bestimmten Situationen eine Synchronisierung gibt zwischen den elektromagnetischen Impulsen des Herzens, die natürlich mit der Mechanik des Herzens, mit der Punktmechanik des Herzens und dem Kreislauf zusammenhängen, und den Schwingungsprozessen im Gehirn. Man hat sogar in Untersuchungen gesehen, dass wenn ein Mensch in bestimmten meditativen oder sehr ausgeglichenen Bewusstseinszuständen ist, dass plötzlich sein Herz und sein Gehirn synchron schwingen oder in eine innere Abstimmung aufeinander kommen. Und das klingt natürlich gut. Also wir wissen, dass wenn Herz und Kopf miteinander in Übereinstimmung sind, dann fühlen wir uns irgendwie sicher, ne? Dann fühlen wir uns ganz. Dann haben wir das Gefühl, es ist in Ordnung in meinem Leben. Und das hat hier an dieser Stelle der Elektrophysiologie, hat das schon einmal eine ganz, schlägt sich das nieder, wenn hier so eine Synchronizität oder ein Begriff, den ich hier schon einführen möchte, nämlich der Begriff der Kohärenz, wenn hier also eine innere Ordnung, eine innere Abstimmung der verschiedenen Systeme in ihren elektromagnetischen Impulsen vorliegt, dann befindet sich unser System in einem Gleichgewicht, in einer inneren Balance und kann in bestimmter Hinsicht sehr gut funktionieren. Das sind jetzt nur zwei solcher Systeme, die wir betrachtet haben, aber das ganze Körpersystem ist ein elektrophysiologisches System. Es gibt verschiedene Gewebearten und verschiedene Strukturen in unserem Körper, die unterschiedlich gut leiten. Also elektrischen Strom leiten. Wenn ich jetzt also irgendwo elektrischen Strom anwende an meinem Körper, sucht er sich bestimmte Bahnen. Der geht also über die Blutgefäße, der geht über die Nerven, der geht nicht so übers Fettgewebe, weil Fette isolieren. Also insgesamt ist es ein komplexes System, in dem Elektrizität fließt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das ganze System von ganz feinen elektromagnetischen Feldern durchzogen, die, und das sind die Erkenntnisse von den Biophysikern und den Forschern in diesem Bereich, für die Zelle, den Zellstoffwechsel und die Funktionalität jeder einzelnen Zelle eine unglaubliche Bedeutung haben. Diese Biophysiker haben sogar herausgefunden, dass die Zellen miteinander über diese schwachen elektromagnetischen Felder kommunizieren. Die kommunizieren also nicht nur biochemisch miteinander, indem sie bestimmte Stoffe austauschen oder elektrisch, in denen dort Ionen fließen, das geschieht natürlich auch, sondern, das wäre ja ziemlich langsam, sondern ganz, ganz schnell durch Licht. Die Zellen kommunizieren in unserem Körper mit Hilfe von Licht miteinander. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Das wurde lange aus dem Kreis der akademischen Wissenschaften heraus bekämpft. Es gab also diese Biophysiker, schon seit den 20er Jahren, einer der ersten war Alexander Gurwitsch, ein bekannter russischer Biologe,
später aufgegriffen von russischen Forschern wie Professor Kaschner-Chejew und Trofimow in Novosibirsk. Und dadurch wurde diese deutsche Forschungsgruppe um Professor Popp herum inspiriert, sich das mal ganz genau anzuschauen. Ein großes Team, internationales Team von Forschern hat sich seitdem damit beschäftigt und hat festgestellt, diese ganz schwachen elektromagnetischen Felder im Körper, die so schwach sind, dass sie alle anderen vernachlässigen, die nutzt die Zelle, um innerhalb sich zu organisieren und mit anderen Zellen zu kommunizieren, sodass nicht jede Zelle macht, was sie will, sondern dass daraus ein Ganzes wird. Die Milliarden von Zellen unseres Körpers kommunizieren anscheinend miteinander durch ein elektromagnetisches Feld, sodass das wie ein Ganzes, wie ein Hologramm reagieren kann. Und das Interessante an diesem Feld, was dort entsteht, ist, dass seine Eigenschaften die der Kohärenz sind. Kohärenz bedeutet, dass die verschiedenen Teile dieses Feldes, die verschiedenen Schwingungsmechanismen, auf denen dieses Feld beruht, also die verschiedenen molekularen Schwingungen in den Zellen, dass die aufeinander abgestimmt sind. Also wie das Gehirn und das Herz sich synchronisieren, synchronisieren sich auf diese Weise über dieses Feld die wichtigsten Moleküle in unseren Zellen, global, also körperweit, zueinander, sodass sie ein gemeinsames Schwingungsfeld entwickeln, sodass das ganz subtile, ganz schwache Licht, das daraus entsteht, dass das nicht normales, chaotisches Licht ist, wie es zum Beispiel aus diesen Lampen herauskommt, wie aus einer normalen Glühbirne, sondern dass das kohärent ist. Und kohärentes Licht kennen wir aus der Technik. Das ist Laserlicht. Da hat der Professor Popp lange für gekämpft, nachzuweisen, dass das Licht aus unseren Zellen, von dem alle sagten, das ist unwichtiges Abfallprodukt, das ist nicht wichtig, dass dieses Licht kohärent ist, dass es wohlgeordnet ist, dass es Laserlicht ist. Und nachdem er das nachgewiesen hatte, stellte man sich natürlich die Frage, wieso macht der Körper diesen Aufwand, für etwas völlig Unbedeutendes, für ein Abfallprodukt, Laserlicht zu erzeugen. Das ist technisch sehr aufwendig. Und das deutet auf eine Ordnung, ein Ordnungsmuster im Hintergrund hin, das wahrscheinlich auch nicht einfach zufällig da ist, sondern dass es wichtig ist, dass die ganzen biochemischen Prozesse in unserem Körper aufeinander abgestimmt sind durch ein umfassendes, wohlgeordnetes Feld, das im Idealfall wie ein Hologramm funktioniert. Und das Interessante an einem solchen Hologramm ist, dass die Teile gar nicht miteinander kommunizieren müssen, sondern dass das Ganze wie ein Feld funktioniert. Kommunizieren muss man ja nur. Ich muss jetzt zum Beispiel mit jemandem da hinten kommunizieren, weil wir getrennt voneinander, völlig getrennt voneinander sind. Und dann muss also von mir eine Schallwelle bis nach hinten sich bewegen, um dort im Ohr etwas zu bewegen und dann im Gehirn eine Wahrnehmung zu erzeugen. Wenn aber ein System ein Feld ist, muss gar nicht miteinander kommuniziert werden, weil es ist ein Hologramm. Die Teile sind nicht voneinander getrennt. Und das ist das Interessante an unserem Körper. Aus dieser Perspektive ist unser Körper ein makroskopisches Quantensystem. Das bedeutet, dass nicht jeder Teil für sich klassisch mit dem anderen wechselwirkt. Also eine Zelle muss der anderen was erzählen, mühsam, langsam, sondern dass das Ganze durch ein Feld durchdrungen wird, was ein Quantenzustand ist. Und das ist interessant, weil das ist ja ein interessanter Hinweis. Dieses Feld ist so schwach. Es ist winzig schwach, ultraschwach. Aber Quanteneffekte haben wir eben nur auf dieser Ebene ganz niedriger Energien. Das ist also ein Feld in unserem Körper mit ganz niedrigen Energien, mit kohärenten Schwingungszuständen über den ganzen Körper hinweg, über das die Kommunikation des gesamten Systems läuft, das sozusagen eine inhärente Intelligenz des Körpers darstellt. Und das so schwach ist,
dass es tatsächlich ein Quantenfeld sein kann. Wir sagen ja manchmal, ich mache einen Quantensprung und denken, es war ein Riesensprung, aber in Wirklichkeit sind die Quantensprünge die kleinsten energetischen Bewegungen, die überhaupt möglich sind. Also Quanteneffekte sind winzige energetische Effekte. Es hat sich so im Alltagsgebrauch so eingebürgert, dieses Wort Quantensprung. Aber in Wirklichkeit ist ein Quantensprung ein winzig, also die kleinstmögliche energetische Verschiebung, die überhaupt geht. Da muss man auch mal drüber nachdenken. So, aber das ist total spannend, dass es in unserem Körper eine Ebene gibt, die ganz leise spricht. Also niedrige Intensität, sehr schwach, nur einzelne Photonen, bedeutet ja, da wird gesprochen, da wird kommuniziert, aber extrem leise, da wird nicht geschrien. In unserem Körper wird auch geschrien, da werden manchmal Adrenalin über den ganzen Körper ausgeschüttet. Ja, also das versteht dann jeder sofort. Keine Zelle kann sich dem entziehen. Oder irgendwelche, wenn das Herz schlägt, dann kriegt das jeder sofort mit. Aber da gibt es auch ganz leise, wird auch ganz leise gesprochen, kaum noch Energie. Und das ist auch ein Naturprinzip. Je stärker die Energie in den Hintergrund steht, also je weniger Energie da ist, desto stärker tritt die Information in den Vordergrund. Deswegen, wenn ich wirklich die Aufmerksamkeit meines Publikums haben möchte, dann rede ich ganz leise. Das weiß jeder Redner. Dann versucht jeder zuzuhören und die Information kommt gut rüber. Das kennen wir auch aus der Homöopathie. Je weniger Stoff da ist, also man fährt die Energie immer mehr runter, indem man das mehr und mehr verdünnt, desto stärker sagen die Homöopathen, das können wir jetzt nicht nachprüfen, desto stärker sagen die Homöopathen, tritt das eigentliche Wirkprinzip der Homöopathie, nämlich die Information, in den Vordergrund. Und das ist das Entscheidende. Diese Quantenebene des Körpers, dieses subtile Feld, dieses elektromagnetische, aber immer noch physikalisch messbare Feld, das ist von seinem Wesen nicht Energie, weil dazu ist es viel zu schwach. Da haben die Professoren an den Unis recht. Sie sagen, das hat viel zu wenig Energie, um irgendwas zu bewirken. Aber um was zu bewirken, braucht man da wirklich viel Energie? Oder ist es heute nicht vielmehr die Information, die etwas bewirkt? Was sind denn heute die milliardenschweren, modernen, neuen Konzerne? Das sind Konzerne wie Google. Die haben nicht große Raffinerien und Bohrtürme und Riesenlager mit einem Haufen Stahl. Was ist deren Kapital? Deren Kapital ist Information. Das ist auch das Kapital in unserem Körper. Das ist die Informationsebene. Und deswegen sagen solche großen Quantenphysiker wie Anton Zeilinger beispielsweise, jemand jetzt mal, der nicht schon seit 100 Jahren tot ist, sondern forscht und bestimmt vielleicht irgendwann einen Nobelpreis kriegt für die Quantenteleportation, die ihm gelungen ist, der sagt, auf dieser grundlegenden Ebene der Quantenphysik ist die Wirklichkeit nicht Materie und auch nicht Energie, sondern reine Information. Reine Information. Und so macht der Anton Zeilinger auch seine Quantenteleportation. Das kennt ihr ja alle aus Raumschiff Enterprise. Wenn Spock die Mannschaft irgendwo hinbeamt, was macht er denn dann? Heißt das Spock? Scott? Wer beamt Spock? Nee, wer beamt? Scott. Scotty. Scotty beamt. Wenn Scotty beamt, was macht er denn physikalisch? Was er macht, ist, dass er aus dem energetischen System, was da vor ihm steht, Captain Kirk und Spock, Energie. Was ist denn so ein Captain Kirk? Das ist Energie, ein Haufen Energie, die aber sich in einem bestimmten Informationszustand oder Quantenzustand befindet. Und diese Information wird ausgelesen. Frag mich nicht wie. Also das müssen wir technisch noch entwickeln. Diese Information wird ausgelesen. Und jetzt passiert was ganz Drastisches. Wenn man aus einem Quantensystem Information ausliest, sozusagen, das mache ich ja auch mit dem Scanner. Ich nehme ein Blatt Papier, lege das auf den Scanner und lese die ganze Information aus. Und dann kann ich das nochmal ausdrucken, dann habe ich einen Kopierer, dann habe ich zweimal das gleiche Blatt, das kennt ihr. Das geht aber auf der Ebene der Quantenphysik nicht mehr. Es gibt einen mathematisch-physikalischen Beweis, der zeigt eindeutig, wenn ich die Information eines energetischen Quantensystems ausgelesen habe, dann ist sie weg. Ich kann Quanteninformationen nicht kopieren. Ich kann sie auslesen, das geht. Ich kann sie sozusagen übertragen von einem Objekt auf ein anderes, zum Beispiel von einem Photon auf ein anderes oder von einem Elementarteilchen auf ein anderes. Dann ist sie aber bei dem ursprünglichen Objekt weg. Und dann ist nur noch die Energie da.
Das sieht man beim Raumschiff Enterprise. Sobald er die Quanteninformation ausgelesen hat, was passiert dann? Das leuchtet ein bisschen. Ich glaube, damit meinten die die Energie, die frei wird. Und was macht er dann mit der Information? Die ist wahrscheinlich im Computer. Ich schätze mal in einem Quantencomputer. Und sie wird jetzt auf irgendeine Weise irgendwo anders hin projiziert. Irgendwo, wo Energie ist, die formbar ist, die also in Form gebracht werden kann. Die in Form gebracht werden kann, das heißt, die informiert werden kann. Das heißt, diese Information wird auf nicht geformte Energie übertragen und schwuppdiwupp, der Captain Kirk ist wieder da. In der Theorie klingt das ganz einfach. Und in der Praxis funktioniert das auch schon. Der Professor Zeilinger, dem ist es gelungen, Photonen auf diese Weise von einem Ufer der Donau zum anderen Ufer der Donau zu Quanten teleportieren, indem er die Information ausgelesen hat und mithilfe eines verschränkten Photonenpaars auf einer anderen Seite wieder zur Verfügung gestellt hat. Und so war das Photon plötzlich auf der anderen Seite. Das geht theoretisch genauso mit dem Elektron oder mit dem Proton oder mit dem ganzen Atom oder mit dem ganzen Atomverband. Technisch gesehen sind wir noch nicht so weit, aber diese Quantenteleportation, die funktioniert, und Professor Zeilinger konnte nachweisen, die funktioniert mindestens 20 Mal, heute weiß man 100 Mal so schnell wie die Lichtgeschwindigkeit. Und das zeigt, da wird nicht das Photon irgendwie rüber teleportiert, rüber geschickt oder ein Atom oder Materie oder Energie, weil die darf sich laut Albert Einsteins Relativitätstheorie mit maximaler Lichtgeschwindigkeit bewegen. Sondern es ist reine Information. Es ist reine Information ohne einen materiellen Träger, die dort nicht vom einen Ufer der Donau zum anderen reisen muss, weil für die Reise bräuchte sie wieder Zeit. Das würde nicht gehen. Und das würde wieder nur mit Lichtgeschwindigkeit gehen. Was aber, wenn auf beiden Seiten der Donau, hier und dort, gleichzeitig ein Quantenobjekt bestünde, sodass was alles, was mit dem gemacht wird, gleichzeitig mit dem geschieht, wie ein holographisches System. Und das geht tatsächlich. Sogenannte verschränkte Photonen sind zwar äußerlich zwei Photonen, bilden aber einen gemeinsamen Quantenzustand. Was immer mit dem hier passiert, passiert gleichzeitig mit dem. Gleichzeitig. Und gleichzeitig ist wichtig. Das heißt, was ich hier mache, muss nicht hier rüber kommuniziert werden, sondern passiert gleichzeitig dort. Weil die zwar, ich weiß nicht, wie breit die Donau ist, jetzt vielleicht 200 Meter voneinander entfernt sind oder ein Kilometer. Die sind zwar einen Kilometer voneinander entfernt, sind aber die gleiche Sache, weil sie sind ein Quantenzustand. Das sind zwei, wie man sagt, verschränkt, miteinander verschränkte Atome. Also alles, was irgendwann mal im Universum was miteinander zu tun hatte, ist irgendwie miteinander quantenverschränkt. Und wenn man an so eine verrückte Geschichte wie den Urknall glaubt, mag ja sein, mag ja nicht sein, aber wenn das so war wie der Urknall, war die ganze Energie des gesamten Universums mal an einem Ort und alles ist mit allem quantenverschränkt. Also so einer verrückten Welt leben wir. So einer verrückten Welt. So, wenn der Körper, wenn die Quantenphysik in unserem Körper so eine Rolle spielt, und es wäre ja erstaunlich, wenn nicht, dann gibt es in unserem Körper auch solche Phänomene. Und die Biophysiker wie Fritz Popp und andere haben diese Phänomene entdeckt. Jetzt ist es gar nicht so leicht, das zu beweisen. Weil es gab erstmal einen großen Aufschrei in der Fachwelt, die sagte, das ist alles Blödsinn. Es reicht, den Körper mit der klassischen Physik zu beschreiben. Das reicht. Und dann können wir den Körper nämlich zerlegen in seine Teile und können im nächsten Schritt gucken, wie die miteinander dann wieder ein Ganzes bilden. Aber wenn du den Körper in seine Teile zerlegt hast, dann ist er kein Quantensystem mehr. Dann fällt er in Teile auseinander, die dann wieder mühsam miteinander kommunizieren sollen. Und wie daraus jemals wieder ein Ganzes werden soll, ist schwer zu beantworten. Und ich glaube, da liegt das Problem. Aber das ist ja der alte Leitspruch von, war das Caesar? Divide et impera, teile und herrsche. Ja, das funktioniert nur dann. Und dieses Herrschen ist ja nicht nur Herrschen im Sinne von jetzt tatsächlich zu kontrollieren, sondern zu verstehen. Das Verstehen wollen
in der Analyse, das heißt in der Zerlegung in die Einzelteile, um dann wieder zu verstehen, wie die Einzelteile miteinander wechselwirken. Das hat uns sehr weit geführt. Die moderne Schulmedizin weiß unglaublich viel über den Körper, über die Biochemie, über den gesamten genetischen Code. Ich war vor 4 Wochen, drei Wochen war ich in Kasachstan und habe mich dort in Almaty mit dem Professor Schaman unterhalten. Das ist einer der bekanntesten Ärzte des Landes, leitet viele Kliniken und ist auch der Präsident der präventivmedizinischen Gesellschaft von Kasachstan, berät direkt die Regierung und sein Spezialgebiet ist die Genetik, die Untersuchung des Genoms. Er hat mir geschwärmt, er hat mir seine Geräte gezeigt, er hat mir sein Labor gezeigt und was sie alles wissen, wie detailliert sie das menschliche Genom aufgeschlüsselt haben. Und zum Schluss sagt er ja, und nachdem wir das alles gemacht haben, stellen wir jetzt plötzlich fest, dass nichts wirklich dadurch feststeht, dass die meisten Fragen offen bleiben. Und sagte ich, ja, es gibt ja noch die Epigenetik, genau die Epigenetik, aber dann die ganze Wellengenetik. Das heißt, der Einfluss subtilster elektromagnetischer Quantenfelder auf die informative Kopplung des Gens, der Gene an den menschlichen Körper. Sagt er, ja, das verstehen wir überhaupt noch nicht. Und dazu muss man dann auch die andere Richtung gehen, also nicht nur die Analyse, das heißt des Zerlegens, bis man die gesamte molekulare Struktur des Körpers verstanden hat. Aber wenn man das dann endlich geschafft hat, stellt man fest, man versteht den Körper immer noch nicht. Man versteht ihn immer noch. Man versteht eine Menge. Man versteht sehr viel und kann den Knochenbruch heilen, man kann Herzen austauschen, man kann alles Mögliche synthetisieren und am Körper bestimmte biochemische Prozesse beeinflussen. Aber das Ganze versteht man immer noch nicht und man versteht immer noch nicht, was Gesundheit ist. Und an dieser Stelle ist es meiner Meinung nach wirklich notwendig, den Körper auch als ein Quantensystem zu betrachten. Und Professor Popp wollte jetzt nachweisen, dass das tatsächlich ein Quanten, dass dieses Licht tatsächlich kohärentes Licht, also biologisches Laserlicht ist, dass es da wirklich diese Quanteneffekte im Körper gibt. Und wie hat er das gemacht? Er hat es gemacht, indem er das Licht gemessen hat, das aus den Zellen, zum Beispiel aus den Händen kommt, und bestimmte physikalische Eigenschaften dieses Lichtes gemessen hat, um nachzuweisen, dass dieses Licht kohärent ist. Und dass dieses Licht sich also auf eine bestimmte Art und Weise auch statistisch verhält, also bestimmte Ordnungsmuster in sich aufweist. Ist sehr kompliziert, du brauchst dazu sehr gute Geräte, um die Biophotonverteilung auf den Händen beispielsweise oder an anderen Körpern oder an Organen nachzumessen, es wurde alles gemacht. Er hat dann aber in seinen Forschungen festgestellt, dass man das vereinfachen kann. Dass es eine Korrelation gibt zwischen der Lichtausstrahlung unserer Zellen und den elektrischen Potenzialen auf der Haut. Wenn ich also an einer Stelle ein hohes elektrisches Potenzial habe, habe ich dort auch, jetzt ganz vereinfacht gesprochen, eine starke Ausstrahlung dieses bioelektrischen Lichtes. Und daraus hat er eine Methode entwickelt, wo man sich diesen inneren Ordnungszustand, diese Kohärenz dieses bioelektrischen Quantensystems des Körpers anschauen kann. Indem er systematisch ein Bild der Verteilung elektrischer Potenziale an einer beliebigen Stelle des Körpers anschaut. Zum Beispiel an der Hand, weil die Hand ist sehr einfach zugänglich. Also die hält man einfach hin. Muss man sich meistens nicht mal ausziehen, es sei denn im Winter. Einfach die Hand hinhalten. Und das habe ich euch heute jetzt mal mitgebracht. Ich habe nämlich vor ungefähr 4 Jahren auf der Grundlage von 30 Jahren Forschung von Professor Popp diese Forschungsgrundlagen genommen und daraus mit Hilfe von einigen anderen Wissenschaftlern auch aus seinem alten Team diese Messtechnik neu entwickelt. Und damit kann man jetzt ein solches Abbild dieses elektrischen Feldes erzeugen. Und da möchte ich jetzt einfach mal irgendjemand, damit ich das nicht an mir selber machen möchte, da stellen sich gleich welche zur Verfügung. Ja, ich nehme mal gleich eine Dame von hier vorne. Da passiert auch nichts. Das sind ganz sanfte diagnostische Ströme, die dort durch... Setzen Sie sich einfach hier vorne hin, bitte.
Wir machen das jetzt also nicht unter strengen Laborbedingungen. Dazu müsste ich jetzt mit physiologischer Kochsalzlösung die Hände reinigen und wieder trocknen und mir Handschuhe anziehen und so weiter, um irgendwelche Kriechströme zu vermeiden. Das machen wir jetzt nicht. Vielleicht geht das ein Stückchen näher? Ja, so ist das super. Sehr, sehr schön. Und um das nicht laienhaft selber machen zu müssen, möchte ich kurz einen leibhaftigen Heilpraktiker nach vorne bitten, der diese Messung auch schon 100-fach durchgeführt hat. Das ist nämlich unser talentierter Heilpraktiker und auch Kameramann heute, Alexander Lelling. Das ist dieser Messstift, mit dem diese feinen Ströme bei einem ganz genau definierten Druck auf der Hautoberfläche gemessen wird. Da wird also in einer Millisekunde, wo der Druck genau stimmt, gemessen. Und die Dame hat also eine Referenzelektrode an der Hand, sodass auch ein geschlossener Stromkreis besteht. Aber wie gesagt, ganz, ganz feine Ströme. Ihr Vorname wird reichen, oder? Vorname reicht. Petra. Petra. Reicht das? Ne, schreib einfach. Genau. Schreib einfach den heutige Datum rein. Das fließt eh nicht mit in die Messung ein. Bitte? Ja. Ja. Das ist ja sonst zu indiskret. Just born. Genau. Heute ist der Tag, wo man seine Zukunft neu gestaltet. Und das System gibt einem jetzt vor, systematisch, wie man also diese elektrischen Potenziale auf der Hautoberfläche misst. Und daraus entsteht eine geometrische Verteilung, die dann statistisch ausgewertet wird. Und daran können wir sehen, inwiefern die verschiedenen Teile des Körpers elektrisch miteinander kommunizieren. Das geht relativ schnell, also der Weltrekord liegt bei 3 Minuten. Und wenn man es langsam macht, dann dauert es ungefähr 4 Minuten. Beginnt mit der linken Hand. Und wir sehen hier immer die Widerstandswerte, die an den einzelnen Punkten an der Hand und der Hautoberfläche gemessen werden. Das Ganze wird also auf jeder Handfläche auf 250 Punkten gemacht. Links und dann rechts. Und dann wird es an besonderen Punkten an den Fingernagelfalzen gemacht. Das sind besondere Punkte, die aus der traditionell chinesischen Medizin als Meridian-Endpunkte bekannt sind. Ja, das sind also die Punkte, wo an den Fingern die Meridiane enden. Und die Meridian-Punkte sind die Punkte am Körper, die man physiologisch gesehen dadurch findet, dass sie einen ganz stark erniedrigten Hautwiderstand haben. Das heißt, an diesen Punkten fließt der Strom besonders gut in den Körper hinein und auch aus dem Körper heraus. Es gibt eine ganze Reihe Forscher, die dieses Meridiansystem einmal untersucht haben und gesehen haben, dass es auch feine Interferenzbereiche innerhalb des elektrophysikalischen Systems des Körpers sind. Das uralte Meridiansystem der traditionell chinesischen Medizin weist ja schon darauf hin, dass es da irgendwie im Körper eine physiologisch relevante Ebene ist, die man nicht direkt sehen kann. Ich kann den ganzen Körper sezieren, ich sehe keine Meridiane, ich finde sie nicht. Ich finde sie aber, wenn ich mir das elektromagnetische System des Körpers genauer angucke. Da bildet sich also so eine Art elektrischer Körper innerhalb meines Systems und der ist in diesen alten Kulturen eben schon seit Jahrtausenden bekannt. Ja, also insgesamt 1000 solcher Messpunkte. Die Messung ist also auch so gleichzeitig so eine Art Handflächenmassage. Ist das angenehm? Das ist sehr angenehm. Verstehe ich überhaupt nicht, was jetzt passiert.
Es wird jetzt mit jedem Aufschlagen dieses Messstiftes auf die Hand, wird bei einem bestimmten Punkt eine elektrische Messung ausgelöst und es wird also geschaut, wie groß der Hautwiderstand an diesem Punkt ist. Und insgesamt haben wir dann eine räumliche Verteilung von 1000 Punkten auf Ihrer Hand. Und die wird gleich grafisch dargestellt. Und da hat der Professor Popp über Hunderttausende von Probanden analysiert und hat eben festgestellt, dass bestimmte Kurvenformen darauf hindeuten, dass dieses elektrische Feld im Körper, dass das eine innere Ordnung hat, wie wir sagen Kohärenz, oder diese Ordnung eben nicht hat. Das ist also ein Hinweis auf den inneren Ordnungszustand des elektrischen Systems des Körpers. Und er hat eben zeigen können, dass diese Messung, die sehr einfach ist, ähnliche Ergebnisse gibt wie die Messung an dem Licht, das die Hände abstrahlen. Das viel schwieriger ist. Und deswegen machen wir viel lieber diese Messung. Wunderbar. Vielen Dank für die spontane Bereitschaft zu dieser kleinen Strapaze. Aber wie gesagt, das ist ganz angenehm, weil auch die ganzen, durch diese Akupressur kann man das fast nennen, ist das gleich, hat das gleichzeitig schon so einen kleinen therapeutischen Effekt. Vielen Dank. Also das ist jetzt das Ergebnis. Hier ist in einer sogenannten Häufigkeitsverteilung oder einem Histogramm, sind diese 1000 Messwerte hier abgebildet und auf den Körper gelegt. Und wir sehen schon, dass hier die Messwerte von den Füßen bis hier dargestellt ist über den Körper, so sich ein bisschen anschmiegt an diese grüne Kurve. Nicht exakt. Wir sehen zum Beispiel auch hier starke Abweichung von dieser Kurve. Einige sind überschießend, andere sind hier bleiben unter dem Niveau dieser Körperkurve, aber insgesamt ist diese grüne Kurve eine Art Annäherung an die tatsächliche elektromagnetische Verteilung im Körper. Es ist eine Annäherung. Und ich zeige euch jetzt mal eine andere mögliche Kurve. Hier ist sie, diese rote Kurve. Die wäre auch eine mögliche Annäherung gewesen. Diese Werte nähern sich ein bisschen dieser Kurve an, während diese Werte sich besser dieser Kurve annähern. So auf ersten Blick, welche Kurve passt besser, die rote oder die grüne? Wir sehen also, dass in diesen Bereichen die rote besser passt, richtig? Aber in diesen Bereichen, hier ist es gleich, aber in diesen Bereichen ist es eigentlich eher die grüne. Also das System selber von der statistischen geometrischen Auswertung sagt auch, die grüne Kurve ist hier die bessere Approximation. Es gibt Abweichungen, die gucken wir uns auch genau an, aber die grüne Kurve passt besser und das wird auch in diesen Faktoren hier zum Ausdruck gebracht. Also diese Faktoren, vor allem dieser sogenannte Stressfaktor mit 67%, liegt eigentlich noch ganz gut im Normbereich und ich kann da mal draufklicken, das ist so eine geometrisch-statistische Auswertung des Ganzen. Wenn ich hier auf das I klicke, dann sehe ich, hier ist es, dieser Faktor. Der Normbereich wäre von 30-65% ideale psychisch-physisches, psychosomatische Situation und mit 67% liegt man nur ganz deutlich, ganz leicht darüber. Es deutet also auf einen ganz leichten Stressfaktor auf dem System hin. Aber gar nicht so wild. Also insgesamt ist das System hier in einem relativ nahe eines gut balancierten Zustandes. Es hat aber in einigen Bereichen davon eine Abweichung. Das sehen wir hier, das ist hier dieser Bereich, der im Körper so, das kann man jetzt nicht feiner differenzieren an dieser Stelle, so im Bereich Herz-Leber besteht oder hier im Bereich des Halses. Ne, da sieht man also gewisse Abweichung von dieser grünen Kurve und da geht das eher an die orangene Kurve ran. Und diejenigen, die statistisch ein bisschen mit Mathematik sich beschäftigt haben, wissen, dass die rote Kurve, ich stelle das hier nochmal dar, die rote Kurve, ich mache sie auch in rot, dass das eine sogenannte Gauss-Verteilung ist. Habt ihr das schon mal gehört? Eine Normalverteilung, eine Gauss-Verteilung.
Das heißt, eine reine Zufallsverteilung. So sehen zufällig verteilte Größen aus. Das heißt, an den Stellen, wo das hier sich an die rote Kurve anschmiegt, haben wir eine Tendenz zum Zufälligen, zum Chaotischen. Da ist also die Ordnung verloren gegangen, die innere Ordnung, die Kohärenz, vielleicht die Kommunikationsfähigkeit des Systems gestört. Während die grüne Kurve, die sieht also ein bisschen so aus, die ist also nicht so symmetrisch, das ist sogenannte logarithmische Normalverteilung, die darauf hinweist, dass dort eine Ordnung ausgebildet ist. Also die grüne Kurve zeigt, wir haben ein kohärentes, in sich geordnetes System. Und die rote Kurve würde zeigen, hier haben wir eine Tendenz zum Chaotischen. Also das Grüne wäre Laserlicht und das Rote wäre ganz normales, chaotisches Glühbirnenlicht. Das zeigt eigentlich darauf hin, ich habe mittlerweile bestimmt 1000 solcher Messungen an ganz vielen Menschen selber gemacht und die miteinander verglichen. Und in den meisten Fällen haben wir tatsächlich eine starke Approximation, Annäherung an die grüne Kurve. Die haben wir hier prinzipiell auch, aber wir haben Abweichungen und diese Abweichungen sind jetzt eben immer interessant anzuschauen. Und dieses System ist jetzt keine schulmedizinische Diagnostik. Man kann hier also nicht ableiten, dass im Körper irgendwas nicht stimmt. Aber man kann Rückschlüsse ziehen auf das Feld, auf die innere Ordnung des Feldes. Ist das Feld kohärent oder ist es eher chaotisch oder ist es vielleicht zugeordnet? Das kann auch passieren. Dann haben wir nämlich nicht mehr so eine grüne Kurve, sondern es wird es richtig so ein Dreieck. Und kriege also auf diese Weise Hinweise darauf, in welchem Zustand sich das Feld tatsächlich befindet. Das könnte man jetzt im Detail weiter diagnostisch ausdeuten. Ich möchte das hier nicht tun, weil das würde über den Rahmen hinausgehen. Aber es zeigt, es verdeutlicht an einem praktischen Beispiel hier, was ich vorher gemeint habe, nämlich die Frage, in welchem qualitativen Zustand ist dieses Feld? Ist es wohlgeordnet? Ist es kohärent? Kann es als eine Einheit fungieren oder fällt es, was die rote Kurve andeuten würde, komplett in ihre Zusammenhänge? Also wie fühlen Sie sich denn im Moment? Eher grün oder rot? Nee, ich mein jetzt generell, also wenn ich jetzt hier einen Blick drauf werfe, dann sehe ich natürlich gewisse Defizite. Da kann ich jetzt aber nicht diskutieren, ich bin kein Arzt oder Therapeut, aber ich sehe insgesamt jetzt keine dramatische Abweichung. Fühlen Sie sich einigermaßen okay? Ja. Das ist doch schön, freut mich. Ne? Also das bestätigt es für mich. Raum zur Verbesserung gibt es übrigens immer und es wäre auch eine Katastrophe, wenn das nicht so wäre. Man kann jetzt sehr viel weiter ins Detail gehen und emotionale Balance ist durchaus gegeben. Und man kann sich die ganzen Meridiane anschauen, die sind ja auch mitgemessen worden. Das heißt, dort ist sozusagen der elektrische Zustand der einzelnen Meridiane mitgegeben worden. Aber wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich das nicht vertiefen. So, das ist eben für mich ein wichtiger Aspekt, nämlich das menschliche System als ein elektromagnetisches Quantensystem zu verstehen, das ein Feld hat und dieses Feld hat eine bestimmte Qualität. Und wir möchten gerne etwas über diese Qualität verstehen. Dann verstehen wir nämlich, inwiefern der Körper in der Lage ist, noch als ein ganzer Organismus zu funktionieren. Und nicht schon auseinandergefallen ist in verschiedene Einzelteile, die nicht mehr genau wissen, was die anderen machen und unter Umständen sogar gegeneinander wirken. Das wäre ja der schlimmste Fall. So, das ist ein Aspekt, dass wir uns mit der Qualität dieses elektrischen Feldes im Rahmen der Quantenmedizin beschäftigen. Etwas Ähnliches, ein ähnlicher Gedanke wird deutlich, wenn man sich einen anderen Aspekt dieser biophysikalischen Themen anschaut, nämlich das sogenannte EKG. Das EKG ist der Herzschlag und dieser Herzschlag hat in sich auch eine bestimmte Qualität. Die wurde von den Kardiologen sehr, sehr lange vernachlässigt. Und da möchte ich jetzt nochmal vielleicht eine zweite Person bitten, die mal kurz ihren Herzschlag zur Verfügung stellen möchte. Bitte.
Auch hier an der Stelle mache ich jetzt keine medizinische Diagnostik, sondern ich schaue mir, das schaffe ich auch jetzt, das ist egal. Ja, da können Sie sich gerne hinsetzen. Und die Aufgabe steht einfach nur, was ist das für ein Finger? Dieser Zeigefinger, genau, den hier reinzustecken und einfach so einigermaßen ruhig zu halten. Ich lege sie hier kurz an. Und da ändern. Unter Klient neu. Wie ist Ihr Vorname? Annette. Annette, das sollte auch schon reichen. Wunderbar. Und gehe von hier in das Cardio-Modul. Und mit ein ganz bisschen Glück sehe ich hier auch die Pulswelle. Da ist sie schon. Signalqualität 100%. Sauerstoffsättigung des Blutes 95%. Das ist alles okay. Und so kann ich hier eine Messung starten. Was jetzt hier gemacht wird, ist, wir nehmen einfach mal 5 Minuten. Hier wird für 5 Minuten die Pulswelle aufgezeichnet. Und die sieht man hier. Jeder dieser Punkte ist der Abstand zwischen 2 Herzschlägen. Das wird hier umgerechnet in die Herzfrequenz. Die liegt jetzt hier irgendwo zwischen, die ist hier mit 112 angefangen, ist jetzt auf 105 runtergegangen. Das ist natürlich auch ein bisschen aufregend, wenn man sich da hinsetzt und plötzlich öffentlich die Pulswelle gemessen wird. Und deswegen geht das jetzt erstmal runter. Das ist ein Zeichen der Beruhigung. Aber wir sehen, dass das ganz schön schwankt. Ja, also unsere Herzschläge haben einen gewissen Abstand zueinander und der ist nicht konstant. Und das ist gut so. Wäre der nämlich konstant, wäre das ein ganz schlechtes Zeichen. In unserem Herzschlag, das ist ja die wichtigste Schwingung unseres Körpers. In dieser Schwingung spiegeln sich alle anderen wichtigen Einflüsse des Körpers wider. Sowohl die physiologischen, die von den verschiedenen Hormonsystemen kommen oder von den Nervensystemen kommen, als auch die psychologischen Einflüsse spiegeln sich in dem Abstand, in der Folge des Abstandes unserer Herzschläge zueinander wider. Und das gibt ein komplexes Bild und das sehen wir hier. Das ist also ein Schwingungsmuster, eigentlich die Schwingung unseres Herzens, die hier sichtbar wird. Sie erzählt uns ihre Geschichte und wenn man sich damit beschäftigt, kann man die bis zu einem gewissen Grade tatsächlich auch lesen. Wie fühlen Sie sich? Ist okay, ja? Also so 3 Minuten und 20 Sekunden brauchen wir noch, dann haben wir genügend Daten, um das Ganze eigentlich genauso auszuwerten, wie das, was wir gerade ausgewertet haben. Anstatt jetzt 1000 Messwerte von Widerständen auszuwerten, werten wir diese ca. 500 so viel sind das nicht, 300 Herzschläge aus und schauen, in welcher Ordnung die zueinander stehen. Ist das eher chaotisch oder ist das eine Ordnung? Wenn man sich das so anguckt, sieht man ja bestimmte Muster. Ja, man sieht, dass eine gewisse Schwingung darin ist. Es geht um die Schwingungsqualität. Was wir in der Quantenmedizin uns anschauen, ist die Qualität verschiedener Schwingungssysteme innerhalb des Körpers. Gerade eben haben wir uns was anderes angeschaut. Gerade eben haben wir uns die Schwingungsqualität auf der Ebene des Lichtes angeschaut. Was für Frequenzen sind das denn? Licht. Ja, das sind sehr hohe Frequenzen. 400 mit etwas Mikro oder Nanometer. Das ist die Wellenlänge, ja, im Bereich Nanometer. Ne? Während hier haben wir ganz niedrige Frequenzen. Das ist also ein riesiges Frequenzspektrum und in allen Bereichen dieses Spektrums schwingt unser Körper irgendwie. Und hier schauen wir uns eine sehr langsame Schwingung, nämlich die Schwingung des Herzens an und ihre Qualität. Wenn wir uns mit Biophotonen beschäftigen, schauen wir extrem hohe Frequenzen, nämlich die Frequenzen des Lichtes an, schauen uns deren Qualität an. Und das ist so auch das Instrumentarium, was so in der Quantenmedizin entwickelt wird, nämlich die Qualität, diese verschiedenen Schwingungsmuster sich anzuschauen und auch miteinander in Resonanz zu setzen. Wir werden gleich noch auf eine noch feinere Schwingungsebene zugreifen. Und es geht um diesen Begriff der Kohärenz, das heißt die Qualität der inneren Ordnung dieser Felder. Und wenn diese Kohärenz gegeben ist, dann ist die Kommunikationsfähigkeit gegeben. Das heißt, die verschiedenen Teile kommunizieren miteinander und letztlich
haben wir in uns nicht diese Trennung und damit nicht dieses Chaos. Und das Ziel ist auch hier, durch die Kohärenz letztlich die Ganzheit unseres psychosomatischen Organismus zu gewährleisten. Das ist nämlich auch eine Vermutung dieser Forscher, das können die natürlich insofern nicht wirklich beweisen, aber es liegt nahe, dass dieses ganz feine Schwingungsfeld, dieses, wie Popp es nennt, Biophotonfeld, dieses ganz feine elektromagnetische Quantenfeld in unserem Körper, dass das, weil es so schwach ist, die Schnittstelle sein kann zwischen dem biochemischen Körper und dem Bewusstsein. Weil wir wissen das aus der Quantenphysik, dass das Bewusstsein in der Lage ist, quantenphysikalische Zustände zu modifizieren. Dass es also eine Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und Quanteneffekten gibt. Darüber habe ich, glaube ich, in jedem einzelnen Vortrag hier gesprochen. Dass ohne den Einfluss des Bewusstseins tatsächlich gar keine physikalischen Quanteneffekte stattfinden. Dass es das Bewusstsein ist, die Beobachtung des Bewusstseins, das Interesse des Bewusstseins an dem Körper, das dazu führt, dass hier tatsächlich physikalische Prozesse stattfinden. Und insofern liegt es ja fast nahe, dass diese Quantenebene des Körpers, diese subtile Ebene der Quantenfelder, eine Möglichkeit ist, wo das Bewusstsein, das heißt der psychische Raum, mit der Materie unseres Körpers kommunizieren kann. Und genau nach dieser Schnittstelle suchen wir ja schon lange. Ich sehe gerade, die fünf Minuten sind um. Vielen herzlichen Dank. Das hat sehr gut geklappt. Danke. So. Wie gesagt, ich möchte das hier nicht auswerten, groß medizinisch. Dazu bin ich nicht qualifiziert. Ich kann nur, wenn ich mir diese Darstellung hier anschaue, dann sehe ich hier zwei solcher Balken. Das können ein Balken, zwei, drei, vier, fünf sein. Das zeigt also, wie weit die Herzschläge streuen. Hier sind die Herzschläge insgesamt eng beieinander. Das heißt, das Fenster, in dem die sich bewegen, ist relativ gering. Bewegen sie sich sehr viel? Ja. Das ist gut. Also, ich habe ein ähnliches Gespräch ungefähr vor 10 Jahren mit meiner Schwiegermutter geführt. Die hatte nämlich genau so ein Bild. Es war das erste Mal, dass sie uns zu Hause besucht hat. Und dann habe ich gesagt, schau mal, du bist jetzt 4 Wochen bei uns. Jeden Tag 15 Minuten auf meinem Crosstrainer. Und eine ganz leichte Ernährungsumstellung. Bei uns gibt es nämlich nur vegetarisches, gesundes Essen. Und das hat die gemacht. Und nach 6 Wochen, ich weiß nicht, wie lange sie uns besucht hatte, 4 Wochen, glaube ich, ich habe mir das auch, habe die Messergebnisse noch, waren hier nicht 2 Balken, sondern 4,5. Und das ist auch das Ziel. Also man würde jetzt sagen, okay, das ist alles nicht besorgniserregend, alles gut, ja, aber ich habe hier das Gefühl, dass von der Bewegung und Ernährung hier einiges drin wäre. Nicht? Und dass wir es durch einfache Methoden, und die wichtigsten Methoden für die Gesundheit, da brauchen wir keine Quantenphysik. Und das ist durch Studien weltweit belegt. Ernährung und Bewegung sind die Schlüssel. Ernährung alleine bringt sehr wenig. Bewegung alleine bringt ein bisschen mehr. Aber Bewegung und Ernährung zusammen und in 4 bis 6 Wochen haben wir hier ein anderes Bild. Ne? Dann kommt hinzu die Atmung. Atmung ist Bewegung. Das ist Bewegung des ganzen Körpers. Und häufig atmen wir nicht tief genug. Das spielt eine ganz große Rolle. Ich würde an dieser Stelle auch sagen, ja, Bewegung und Ernährung, aber die Atmung ist ganz wichtig. Bewusst auf die Atmung zu achten und bewusst tiefer zu atmen. Ich habe ganz bewusst ganz flach geatmet, weil ich ganz still sitzen wollte. Nee, das... Hat damit nichts zu tun. Ja, doch, das kann etwas damit zu tun haben, dass in einer tiefen Meditation mag, aber dann franzt das Ganze mehr aus. Ich denke, Sie haben es nicht zu schlimm beeinflusst. Normalerweise würden wir Sie noch auch
einen Tag später nochmal messen und gucken und so weiter. Aber diese drei Themen, ich nehme jetzt auch nur Ihr Beispiel, um eigentlich zu jedem hier zu predigen. Ne? Also Ernährung und Bewegung, aber Atmung und Entspannung. Das sind zwei Faktoren, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Weil über die Atmung kommt man sehr schön in die Entspannung. Das kennen wir auch aus dem Yoga, dass man durch die richtige Atmung in die Entspannung kommen kann und die sich die Entspannung natürlich auch in der Atmung widerspiegelt. Diese vier Faktoren, Ernährung, Bewegung, Atmung und Entspannung, auf der Grundlage von Achtsamkeit, das heißt aus einer gewissen inneren Ruhe heraus geschehene Beobachtung von all dem, was passiert, gilt als das Fundament der Mind-Body-Medicine. Ich hatte vor ungefähr 8 Wochen in der Schweiz einen Vortrag gehalten auf dem Kongress einer naturheilkundlichen Stiftung. Und vor mir hat die Frau Professor Witt, Claudia Witt, die hatte ja an der Charité den Lehrstuhl für Komplementärmedizin und wurde jetzt an die ETH in Zürich berufen, hat einen großen Lehrstuhl für integrative Medizin. Und sie hat dort, fand ich so einfach und klar, diesen Tempel der Gesundheit aufgezeichnet. Und dieser Tempel der Gesundheit basiert auf Hunderten von Studien, die wirklich zeigen, wenn ihr was für die Gesundheit tun wollt, ist die Grundlage die Achtsamkeit. Das ist das Fundament dieses Tempels. Und auf diesem Fundament basieren die 5 Säulen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und diese Säulen haben wir gerade schon erwähnen. Das ist die Bewegung, es ist die Entspannung. Also man weiß heute so 45 Minuten am Tag, das ist gut. Wie liegen Sie da, drunter oder drüber? So richtig? Ja, würde ich ein bisschen steigern. Also nicht jetzt, das soll nicht in Stress ausarten, es soll nicht in Übersäuerung des Körpers und Überforderung ausarten, aber an dieser Stelle würde ich sagen, ja, Bewegung, Entspannung, Atmung ist ein Schlüssel. Ja, also das Thema Atem ist ein absolut wichtiger Schlüssel, sowohl zur Psyche als auch zum Körper. Und dann natürlich die Ernährung. Da muss jeder seine eigene Ernährungsphilosophie finden. Die Frau Professor Witt hat dort, naja, so ein bisschen die mediterrane Ernährung mit viel Obst und Gemüse, möglichst nicht zu viel Fleisch, stärker Richtung vegetarisch, hat sie auch empfohlen. Nicht auf der Grundlage ihrer persönlichen Küche, sondern die guckt sich die Studien an und sagt, was ist wirklich gesund. Ja, und die fünfte Säule sind, wie sie sagte, so Selbsthilfe. Selbsthilfemaßnahmen, da gibt es viel, das geht von Massagen zu Hildegard-Kräutern oder was wir tun, Frequenztherapie, mit der man arbeiten kann. Also Dinge, die man selber für seine eigene Gesundheit machen kann, das ist die 5. Säule, die wird dort auch berücksichtigt. Und dann können diese 5 Säulen auf der Grundlage dieses Fundaments das Dach des Tempels tragen, das, was den Menschen wirklich ausmacht, ja, die Sinnhaftigkeit seines Lebens, dass man sein eigenes Leben wirklich als ein sinnvolles Ganzes erfährt. Das kann dann solide getragen werden auf diesem Fundament und auf diesen Säulen. Und ich dachte, das Bild habe ich mir sofort gemerkt, das ist schlüssig. Und es geht dabei eben um diese Kohärenz. Und die spiegelt sich, egal wo ich die Messung mache. Wir haben in unserem Instrumentarium, ich entwickle jetzt schon seit über 10 Jahren Medizinprodukte, auf dieser Grundlage, immer auf der Grundlage, die Analyse der Kohärenz, die innere Qualität der Felder. Und man kann gucken, wo man will, das spiegelt sich überall wieder. Nicht? Und jetzt kann ich sogar noch eine Ebene tiefer gehen. Wir haben auf dieser Grundlage haben wir noch feinere Schwingungsmuster uns angeschaut, beispielsweise in diesem kleinen Kästchen, das extra ein bisschen technisch aussieht. Das ist ein Metall zur elektromagnetischen Abschirmung und da drin befindet sich ein offener Quantenprozess. Und ein offener Quantenprozess ist dazu da, um jetzt direkt an diese noch feinere Informationsebene anzukoppeln. Wir hatten ja darauf hingewiesen, dass auf der grundlegendsten Ebene der Körper
auch nicht elektromagnetisch ist, sondern reine Information. Und dass diese reine Information auch die Ebene ist, auf der der Körper und die Psyche miteinander korrespondieren. Und das ist die Ebene, die wir uns eben auch noch anschauen. Das kann man auf der Grundlage dieser Messung machen. Dazu wechsle ich hier die Software, gehe in eine andere Ebene hinein, also ich schließe die. Dann habe ich hier also die Auswertung. Ich möchte da so nicht ins Detail gehen, weil die Teilauswertung würde mir jetzt zeigen, dass wir also bestimmte Stressfaktoren im System haben und dass diese Stressfaktoren aber auf jeden Fall durch diese fünf Säulen sehr gut beeinflusst werden können. Ich kann mal ein kleines Experiment machen. Wir haben ja noch 20 Minuten Zeit. Und zwar dieses kleine Experiment besteht darin, ich habe vor einigen Jahren mit einem portugiesischen Therapeuten und Forscher, dem Nuno Nina aus Lissabon, eine Technik entwickelt, wo man mit Hilfe von elektrischen Frequenzen, die aber jetzt nicht vorgegeben sind, sondern die mit Hilfe eines feinen quantenphysikalischen Sensors, der sich hier befindet, das ist extra so ein bisschen breiter deswegen, analysiert werden aus dem Körperfeld. Das heißt, es wird geschaut, welche Frequenzen braucht dieser Organismus gerade, um in mehr Kohärenz hineinzukommen. Ne, und das haben wir umgesetzt, da ist ein kleiner Computer drin, der wertet das aus. Und da gibt es ein kleines Programm, das nennt sich Balance. Und das Ziel dieses Programms ist einfach, die körperlichen Funktionen in Balance zu bringen. Wenn Sie möchten, einfach mal 20 Minuten und wir können die Messung nochmal machen. Nur so als, fällt mir gerade ein, ne? Könnt ihr gerne sitzen bleiben. Sie nehmen dazu diese beiden formschönen Metallzylinder in die Hand. Die sind einfach dazu da, dass der Strom fließt. Normalerweise würden Sie sich jetzt total entspannen und eine schöne Musik dazu hören. Aber zuhören hier geht auch. Und das starte ich. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich erstmal noch nichts spüren. Und ich steigere jetzt langsam die Intensität. Und Sie sagen mir, wenn Sie was spüren. Das ist ganz leicht. Ganz leicht. Ich gehe nochmal jetzt so. Wie fühlt sich das an? Ein ganz sanftes Strömen, Kribbeln. Kribbeln, ja. Ist es noch angenehm? Ja. Ja? Wird es deutlicher? Ich spüre es, aber es ist noch. Okay, ich zum Beispiel mache das mit 70%. Gehe jetzt mal auf 70%. Ist okay, ja? Dann gebe ich Ihnen das einfach mal in Ihre Nähe. Das können Sie sich einfach hier dazu, ja, einfach auf den Schoß legen. Ne? Und gut ist und einfach darauf achten, dass Sie das einfach nur in der Hand halten. Und dann ist gut. Dann läuft das jetzt mal. Was das macht, das ist es alle paar Sekunden, geht das mit dem Körperfeld in Kontakt und schaut, welche Frequenz braucht das Feld jetzt? Und das sind teilweise niedrige Frequenzen, so zwischen 0,1 Hertz, das wäre alle 10 Sekunden ein Impuls, und 1000 Hertz. Das ist ein Bereich niedriger Frequenzen, die mehr mit den Organen kommunizieren. Dann geht es teilweise aber auch in Frequenzbereiche bis zu 2 Millionen Hertz, also 2 Megahertz. Das ist ein Feld, das dann eher so im psychosomatischen Bereich liegt. Also da wirkt es dann im Feld, weil diese hohen Frequenzen zum Beispiel, alles was über Megahertz liegt, das wirkt zwar noch im Körper, aber es erzeugt keine Ströme mehr. Das wirkt dann eher auf der Feldebene. Also wir gehen da so in verschiedene Feldbereiche hinein und schauen aber immer, welche Frequenz das Feld selber gerade braucht. Und das braucht ein bisschen. Normalerweise läuft das eine knappe Stunde, so viel Zeit haben wir hier nicht. Ne? Kann ich das aber. Im Hintergrund kann ich jetzt aufgrund dieser Analyse gleichzeitig nochmal in dieses feinere Quantenschwingungsfeld hineingehen. Wo ist denn das? Das ist hier. Und das ist die sogenannte automatische Analyse. Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu nachzuvollziehen. Alles bisher konnte man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil ich habe elektrische Widerstände gemessen, ich habe ein EKG aufgezeichnet, ich habe das statistisch ausgewertet, ich sehe, dass hier der Stressindex einfach zu hoch ist. Ja? Das ist der akute Stress, das ist der chronische Stress, da ist Stress auf dem System. Und da kann man aber was machen. Schön ist der zentrale Parameter vom Herzen, CV, es ist der sogenannte Koeffizient der Variabilität.
der liegt so in der Nähe des Normbereiches. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Und den Rest kriegt man ganz gut hin. Und das hier unten zeigt, dass einfach die Anspannung da ist, aber zu wenig Entspannung. Ne? So die starke Anspannung, das entspricht hier dem Prinzip Leistung und Ordnung. Aber der Bereich Entspannung, der ist, ne, der sogenannte Parasympathikus, der ist hier schwach. Und auch im Solarplexus, das wäre hier der dritte Bereich, ist hier nicht so viel Spannung. Dafür wird das mit Wille und Motivation irgendwie ganz gut durchgezogen. So, ne? Kenne ich aus meinem eigenen Leben, solche Bilder hatte ich auch regelmäßig. Da muss man einfach ein gutes Buch über den Sinn des Lebens lesen. Und dann geht dieser Balken wieder in den grünen Bereich zurück. Das habe ich also ganz häufig erlebt. Ne? Aber manchmal kompensiert man sehr stark im Kopf. Wie ist dieses Bild entstanden? Also auch mit diesem... Also hier mit diesem. Nein, das ist jetzt übers Herz. Das ist das Herz. Das sind 14 Parameter, die aus der Analyse der Schwingungsqualität des Herzschlages herausholen. Genau, was ich mit der Dame gemacht habe. Das hatte ich bei Ihnen nicht gemacht. Und interessant ist, dass diese Parameter entsprechen den 1, 2, 3, 4, 5, 6 unteren Chakras. Erste Chakra, zweite Chakra, dritte Chakra, vierte, fünfte ist hier nicht gemessen. Dazu müsste ich mindestens 10 Minuten messen. Sechste Chakra entspricht hier der Steuerung Epiphyse, Hypophyse. Also den Chakras entsprechen ja auch physiologische Systeme innerhalb unseres Körpers. So, und auf dieser Grundlage, das war jetzt alles noch physikalisch nachvollziehbar, mache ich jetzt etwas nicht mehr physikalisch Nachvollziehbares. Das ist aber unser Brot- und Buttergeschäft. Dass wir uns jetzt angucken, die subtilen Quantenfelder, welche Schwingungsqualität haben die jetzt? Und dazu müssen Sie nicht hier vorne sitzen, sondern dieser quantenphysikalische Schwingungsprozess hier kann an diese Felder auch aus der Entfernung ankoppeln. Und das mache ich jetzt mal und mache jetzt auf der Grundlage dieser 14 Herzparameter eine Analyse, was da jetzt helfen würde. Es geht ganz einfach, automatische Analyse und los geht's. Und jetzt wird über diesen Schwingungsprozess wird Ihr Feld analysiert. Also, Ihr Puls war ja ziemlich hoch. Haben Sie das gesehen? Ja, der war ja deutlich über 100. Das ist ja recht hoch. Wenn man hier so friedlich sitzt und so einem ja gar nicht so aufregenden Vortrag, man sagt ja manchmal auch, mich sticht der Hafer. Also hier wird Hafer empfohlen. Zum Thema Ernährungs. Esse ich jetzt andauernd. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ne? Also homöopathisch. Homöopathischer Hafer wirkt nicht im Körper. Oh, genau. Man sagt ja, mich sticht der Hafer. Sticht der Hafer ist normal energetisiert und der homöopathische Hafer, der ist ja hier. Gut, dass wir unseren Heilpraktiker dabei haben, der uns darauf hinweist, dass wir hier eine C50.000 Potenz haben, also eine sehr hohe C-Potenz, homöopathisch gesehen. So, keine Angst, Hafer hat ja gute Proteine, sehr gut, also bleiben Sie beim Hafer. Aber dieses homöopathische Schwingungshafer ist hier nochmal ausgewählt, um die stechende Qualität des Hafers hier zu... Das Gleiche weist hier auch nochmal das GABA C30. Ne? GABA ist Gamma-Amino-Butter-Acid, also die Buttersäure. Und es ist ein wichtiger Neurotransmitter, auch in der Potenz, der auch nochmal darauf hinweist, hier sollte mehr in die Entspannung gegangen werden. Das GABA kommt hier sogar doppelt. Und dann kommt der schwarze Holunder, der auch entspannend wirkt. Also das Ganze, das sind alles jetzt Schwingungsmuster, die aus dem Schwingungsfeld heraus analysiert wurden durch dieses quantenphysikalische System, das wir entwickelt haben, um jetzt Lösungen für das Thema zu finden. Was haben wir noch? Also hier war zweimal GABA, dann schwarzer Holunder, der auch entspannend wirkt. Das Thema hier Entspannung durch das Bischofskraut, immer wieder Aktivierung des Stoffwechsels durch den Beifuß. Das kennt man ja als eine Heilpflanze. Und das GABA kommt hier schon zum dritten Mal. Das ist Gamma-Aminobuttersäure, das ist also ein Neurotransmitter,
der hier in verschiedenen homöopathischen Potenzen gegeben wird. Was wir dann in dem Falle machen, wenn jetzt eine solche Analyse bei einem Patienten, meinetwegen bei uns in der Praxis oder bei einem unserer Therapeuten, so herausgekommen wäre, dann würde man das Ganze jetzt aufschwingen. Das heißt, diese Schwingungsmuster, diese homöopathischen Schwingungsmuster, die könnte man jetzt direkt in das Feld des Menschen einschwingen. Darf ich das einmal tun? Gut, das geht relativ schnell. Ich habe immer eine Minute 20 Sekunden eingestellt. So, dieses ist ja wie ein homöopathisches Komplexmittel auf der reinen Quantenebene, auf der reinen Informationsebene, wird jetzt hier über diesen kleinen Time Waver ins Informationsfeld, in Ihr Informationsfeld eingeschwungen. Obwohl Sie da sind und das hier, weil Ihr Informationsfeld sitzt nicht auf dem Stuhl, sondern das ist nicht lokal überräumlich. Das ist jetzt eine kleine intellektuelle Herausforderung, das gebe ich zu. Für einige sogar eine große intellektuelle Herausforderung, aber unsere Erfahrungen jetzt seit über 10 Jahren haben uns gezeigt, dass wo sich der Proband, der Patient, der Klient aufhält, spielt bei der Geschichte eigentlich überhaupt keine Rolle, weil dieses Informationsfeld oder dieses tiefe Quantenschwingungsfeld, das ist prinzipiell überall zugänglich. Man braucht den Namen, man braucht die Adresse, normalerweise nehmen wir noch ein Foto und Geburtsdatum dazu, aber weil wenn die Person so präsent ist wie hier, dann reicht auch der Vorname aus. Ja, aber normalerweise wird jetzt Annette ist nicht besonders spezifisch. Da gibt es in Berlin eine ganze Menge davon. Wenn mir jemand nur sagt Annette, dann kann ich damit nichts anfangen. Aber wenn ich die Person, letztlich ist es so, dass ich als die Person, die das System anwendet und die Dame oder den Herrn, mit dem ich mich beschäftige, mein Patient, mein Klient, wir treten auf der Bewusstseinsebene in eine Verbindung. Dadurch entsteht ein Feld, eine Intention. Und diese Intention, dieses Bewusstseinsfeld, diese Intention im Bewusstseinsfeld, ist es, auf die dieser Quantenprozess reagiert, auf nichts anderes. Das ist eine subtile Wechselwirkung, die zeigt, es gibt eine Wechselwirkung zwischen bewusster Intention und dem Schwingungsverhalten von Quantenprozessen. Siehst du, das ist auch schon soweit. Abgeschlossen. Ich lasse jetzt diese Frequenzen, die lasse ich jetzt einfach noch mal ein bisschen weiterlaufen und dann schauen wir mal, ob sich dort in der Herzschlagqualität, in der Herztaktqualität etwas verändert hat. Das muss innerhalb von 20 oder 15 Minuten nicht passieren, aber ist trotzdem interessant, mal so ein kleines Experiment. Also ich habe jetzt mal so verschiedene Ebenen angesprochen, die sich mit der Berücksichtigung von quantenphysikalischen Überlegungen im Körper beschäftigen. Und dabei geht es immer wieder um eines. Es geht nämlich um Kohärenz, es geht um Balance und es geht um Ganzheit. Das heißt, während der Körper in verschiedene Teile zerfällt, ist das Quantenfeld des Körpers eins. Es ist ein Ganzes. Es gibt eine Definition, von Gesundheit, die das nämlich mit einbeziehen. Ich glaube, die WHO hat das sogar an einer Stelle mit in die Definition von Gesundheit angenommen. Dass ein Mensch unter anderem dann gesund ist, wenn er sein Leben als eine sinnvolle Einheit erfährt und erfahren kann. Das ist ganz wichtig. Ja? Und ja, klingt jetzt erstmal so banal, aber und auch sich selber als seine sinnvolle Einheit zu erfahren. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, und da knüpfe ich natürlich an die Themen an, über die ich in den letzten Vorträgen hier viel gesprochen habe, ist nämlich die Erfahrung von sich selber als eine psychosomatische Einheit oder Ganzheit. Und ich habe dieses Bild immer wieder gezeichnet, das ich auch an dieser Stelle nochmal ganz vereinfacht zeichnen möchte. Lass uns liegen. Dass nämlich der Mensch sich nicht nur in einem, sondern in zwei Spannungsfeldern bewegt. Dieses Bild kennt ihr schon. Ich möchte es noch mal ganz einfach darstellen. Nämlich zunächst mal erfahren wir den Raum, in dem wir uns bewegen,
als einen Raum, der einen materiellen und einen geistigen Pol hat. Die linke Seite ist materiell und die rechte Seite ist geistig. Und wir alle sind immer wieder zwischen diesen beiden Polen. Ich will das gar nicht mehr anzeichnen. Ich habe ja zwei Hände. Ja? Also unser Leben ist wie ein Raum, in dem ein Spannungsfeld existiert. Und da gibt es hier links diesen linken Pol, das ist die materielle Seite, unser Körper, unsere Bemühungen um so viele materielle Dinge in diesem Leben. Und auf der anderen Seite das Geistige, die Ideale, der Sinn, der dahinter steht, Liebe, Prinzipien und so weiter. Und in diesem Spannungsfeld, das ist wie ein Kondensator mit einer negativ und einer positiv geladenen Platte. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich unser Bewusstsein und unser bewusstes Leben. Das ist also das eine Spannungsfeld, die eine Polarität, in der wir uns bewegen. Und die andere, die ist genauso interessant, das ist nämlich unser bewusstes Wahrnehmen und Wirken in dieser Welt, zentriert um einen Punkt. Und dieser Punkt ist unser Ich. Das Ich ist das Zentrum unseres Bewusstseinsraumes. Eigentlich dieses Raumes hier oben, dort in der Mitte, und das ist eine große Errungenschaft, hat sich unser bewusstes Ich herausentwickelt. Und diesem bewussten Ich steht auf der anderen Seite das tiefe, unbewusste Selbst, der große, unbewusste Raum unserer tiefen Psyche gegenüber. Getrennt durch eine feine Grenze, wie eine Wasseroberfläche zwischen der Luft und dem Wasser, zwischen unserem Bewusstseinsraum und unserer tiefen, unbewussten Psyche. Das sind die beiden Spannungsfelder, das Bewusstsein und das Unbewusste und Geist und Materie. Und zwischen diesen beiden Polaritäten sind wir wie in einem Spannungsfeld gefangen, würde ich nicht sagen, weil es klingt so negativ, sondern es ist sogar, unsere gesamte Energie kommt daraus. Gäbe es nicht diese beiden Spannungsfelder, diese beiden Polaritäten, hätten wir überhaupt keine Energie. Und je größer, stärker diese Pole auseinandergerissen sind, desto mehr Energie kann ein Mensch in dieser Welt überhaupt hineinbringen. Die Menschen mit unheimlicher Energie, die wahnsinnig viel in ihrem Leben schaffen und bewirken, sind ja häufig die unausgeglichensten, die größten Spannungsfelder, die größten Polaritäten in sich tragen. Und jetzt ist es eben genau an diesem Punkt, der ist jetzt hier vielleicht etwas ungünstig eingezeichnet, nehmen wir diesen Punkt, wo sich diese beiden Polaritätsachsen treffen, nämlich die Geist- und Materieachse und die Ich-Selbst-Achse. An diesem Punkt den habe ich mal für mich metaphorisch als den offenen Quantenprozess erkannt und auch erfahren. Erkannt bedeutet, dass diese Übersetzung zwischen bewussten und unbewussten Inhalten, zwischen materiellen und geistigen Inhalten, dass diese Übersetzung immer in kreativen, schöpferischen Prozessen geschieht. Ein kreativer, schöpferischer Prozess. Und der offene Quantenprozess, da falle ich jetzt ein bisschen unvorbereitet in diesen Rahmen mit hinein. Der offene Quantenprozess ist immer ein kreativer Prozess. Der offene Quantenprozess ist immer ein Prozess, wo etwas, was vorher nicht sichtbar war, nicht manifestiert war, was sich unterhalb der Oberfläche befunden hat, auf der Ebene zum Beispiel, wie Anton Zeilinger sagt, reine Information ist ja nicht sichtbar, die ist nicht manifestiert. Reine Information ist reines Potenzial, ohne Energie. Wo sich die hindurch manifestiert und dann als äußere Form in den äußeren Raum hineinstellt. Und das geht physikalisch gesehen nur über den Quantenprozess. Der Quantenprozess
schafft Wirklichkeit. Und damit meine ich jetzt wirklich der physikalische Quantenprozess, der ständig bei uns im Körper stattfindet. Grundlage aller physikalischen Realität. Also im Quantenprozess wird die reine Information, die potenzielle Information in aktuelle Information, in manifestierte Manifestation, die sich als Materie oder Geist in den äußeren Raum hineinstellt. Das ist der Quantenprozess. Und der Quantenprozess ist auch der Prozess, in dem letztlich materielle und geistige Inhalte miteinander verbunden sind. Und deswegen ist es für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, diese Technologie zu entwickeln, da habe ich das alles noch etwas einfacher gedacht. Aber heute weiß ich auf der Grundlage auch dieses Bildes, warum es so wichtig ist und warum es auch so ergiebig ist, sich einfach nur Quantenprozesse anzuschauen. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, weil das klingt alles sehr abstrakt. In diesem kleinen Kästchen, mit dem ich gerade die Hafer- und GABA-Analyse mit Ihnen gemacht habe, dort ist ein offener Quantenprozess drin. Also, klingt immer noch zu abstrakt, also ganz konkret, was bedeutet das? Hier ist ein kleiner Laser, das ist ein Mikrolaser, der erzeugt Photonen, die treffen hier auf einen semipermeablen Spiegel und entweder haben sie die Energie, dass sie da durch können oder sie werden reflektiert. Und das wird bei jedem einzelnen Photon entschieden, ich sage jetzt mal was Falsches, in dem Moment, wo es hier ankommt, entscheidet es sich, ob es hier lang geht, also reflektiert wird, oder genügend Energie hat, um durch diese feine Glasscheibe durchzutunneln. Diese Aussage ist falsch, ich mache sie trotzdem mal. Gleich werdet ihr sehen, warum sie nicht ganz richtig ist. Dann gibt es hier einen Detektor 1 und hier einen Detektor 2. Und da wird dann festgestellt, kommt das Photon, das Lichtteilchen jetzt hier an oder hier. Und wenn es hier ankommt, dann hat es ja genügend Energie gehabt, dann kriegst du eine 1. Und wenn es hier ankommt, dann kriegst du eine 0. Was ist mit dem Beobachter? Genau. Deswegen ist es ja auch falsch, was ich hier erzähle. Ich tue jetzt ja so, als wäre das hier klassische Physik. Das Ergebnis, was dann rauskommt, ist eine Folge von Nullen und Einsen. Mal Nullen, mal Einsen. Und man, wenn das Teilchen hier ankommt, weiß man nicht und kann auch nicht wissen, ob das hier reflektiert wird oder ob es da durchgeht. Kann man nicht wissen. Warum nicht? Weil das hier ist ein reiner, offener Quantenprozess. Das heißt, es gibt keinen äußeren physikalischen Parameter der Welt, der dem Photon, das hier ankommt, vorschreiben würde, ob es da lang geht oder da lang. Das hat Albert Einstein wahnsinnig gemacht. Der hat gesagt, der Alte würfelt nicht. Wer würfelt denn das aus? Das Photon bestimmt nicht. Das ist viel zu klein. Und viel zu schnell. Also würfelt Gott oder gibt es doch irgendwo einen verborgenen physikalischen Grund? Und er hat Zeit seines Lebens nach diesem Grund gesucht und ihn nicht gefunden. Er hat selber bewiesen, dass es diesen Grund nicht geben kann, durch das sogenannte EPR-Paradoxon. Einstein-Podolsky-Rosen. Tragisch, darüber habe ich meinen ganzen Vortrag hier gegeben, der heißt Einstein-Spuk. Findet man auch in YouTube. Jetzt ist das natürlich falsch, was ich hier erzähle. Denn quantenphysikalisch passiert was ganz anderes. Hier kommen Photonen, meinetwegen. Diese Photonen sind aber gleichzeitig eine Welle. Das wissen wir. In der Quantenphysik kann man eine Welle in ein Teilchen und ein Teilchen als eine Welle sehen. Das ist diese Komplementarität. Das heißt, hier kommt diese Lichtwelle an. Ach! Und die Lichtwelle muss sich zum Glück nicht entscheiden. Die macht das ganz anders. Diese Lichtwelle oder diese Wellenfunktion der Photonen, die hier zu 100% ankommt, die geht zu 50% hier lang und zu 50% hier. Das ist nie ganz 50-50, das liegt dann so bei 47 zu 53 oder so. Das spielt keine Rolle. Das wird dann geeicht bei uns. Die geht einfach zu 50% da lang und zu 50% da. Das heißt, hier erzeugt sie zu 50% eine 0 und zu 50% eine 1.
Und hier unten habe ich jetzt eine Folge von 0,1 Möglichkeiten mit jeweils 50% Wahrscheinlichkeit. Naja, sehr informativ. Ich weiß also, ich habe eine Folge von, naja, könnte sein, könnte sein, könnte sein, könnte sein, jeweils mit Wahrscheinlichkeit von 50%. Jetzt kommt aber der Beobachter ins Spiel. An irgendeiner Stelle sitzt der vorm Bildschirm und sieht das Ergebnis. Und da steht jetzt nicht 0101 mit Wahrscheinlichkeit, sondern da steht 01100100110. Jetzt ist die Frage, wann ist das passiert? Wann wurde das entschieden? Man würde denken, ja, an der Stelle muss sich das Teilchen doch entscheiden. Nein, muss es nicht. An der Stelle auch nicht. Denn jetzt wird durch irgendwelche Kabel das Ganze in eine kleine, hier in der Kiste ist das alles drin, geht dann per USB an den Computer. Erst wenn hier der Beobachter sitzt, der Physiker oder der Therapeut, und sich das Ganze anguckt, und der sieht die Nullen und die Einsen, dann erzeugt das wieder irgendwelche elektrischen Impulse im Auge, das geht in die Nerven und geht hier ins Gehirn. Wird das jetzt hier endlich entschieden? Wird das hier entschieden? Auch nicht. Das heißt, auch das Gehirn befindet sich jetzt noch in einem Zustand, 50% habe ich eine 0 und 50% habe ich eine 1 gesehen gerade. Wann wird das denn endlich jetzt Realität? Versteht ihr, das bleibt alles auf der potenziellen Ebene, bis das Bewusstsein ins Spiel kommt. Bis hier eine 0 oder eine 1 zu Bewusstsein kommt. Erst dieses Bewusstwerden, die bewusste Wahrnehmung, die sogenannte quantenphysikalische Beobachtung, führt dazu, dass diese gesamte Wellenfunktion kollabiert. Es geht hier einmal, es kollabiert hier einmal durch. Erst wenn beobachtet wird, entscheidet sich die Wirklichkeit. Und das ist komplett eigentlich nicht mehr nachzuvollziehen für uns. Würden Sie da auch Stuart Hameroff? Bitte? Würden Sie da auch Stuart Hameroff folgen, so mehr oder minder, der sagt, dass dieser Bringen-Moment oder Bewusstseinsmoment kommt über die Pyramidenzellen, Mikrotubuli etc.? Also, ja, das, hat ja so ein Modell aufgestellt. Das geht ja auch auf Roger Penrose, hat in dem Bereich auch viel gearbeitet. Ich habe das schon vor, ich glaube, vor 20 Jahren viel darüber gelesen. Also das ist immer noch ein großes Thema, zu dem es verschiedene Modelle gibt. Wie also jetzt diese, wie genau das Bewusstsein, ob das über die Quantenfelder in den Mikrotubuli ist oder an den Synapsen, also gibt es verschiedene Modelle und ich möchte mich da nicht für eines entscheiden, an welcher Stelle das genau geschieht. Aber letztlich kann man sagen, solange es auf der materiellen Ebene bleibt, solange man versucht, es nur materiell zu beschreiben, durch einen noch feineren materiellen Prozess, kommt dieser Kollaps der Wellenfunktion nicht zustande. Das heißt, wir brauchen irgendwo an der Stelle dieses Konzept des Bewusstseins als etwas außerhalb des Physikalischen Stehenden. Und das ist eigentlich der Clou. Er hat es ja als, gibt ja diese Elektronen, Pi-Elektronenringe sozusagen, die gerade dann speziell eben mit Photonen, so wie er es sagt, interagieren. Ne? Also das ist gerade der Punkt, wo es wahrscheinlich nicht mehr materiell ist. Also ich habe auch mal einen interessanten... Das ist alles noch materiell. Du kannst es immer noch auf eine feinere oder komplexere Ebene ziehen. Aber selbst auf der Ebene bleibt es dann in der Überlagerung von Wahrscheinlichkeiten. Ja gut, aber sie hat mal einen Vortrag gemacht, auch mit den Hermetrieformen von Bogdan, was ich sehr interessant fand, wo es sich ja schon immer feiner wird, ne? Also Hermetrieform A, dann die vorgestellten Gravitonen, sage ich mal, die dann wieder mit dem Informationsfeld interagieren und so. Also darüber könnte ich es mir vorstellen. Aber letzten Endes wollte ich nur fragen, ob Sie das so schon gehört oder... Ja. Ich hab von diesem Modell gehört, ich habe aber aufgehört, die zu sehr im Detail zu verfolgen, weil es letztlich natürlich interessante Erklärungsmodelle sind, aber die bleiben auch, die kommen alle letztlich zu der gleichen Schlussfolgerung, wenn die zu Ende gedacht werden. Wenn ich an irgendeine Stelle eine Entscheidung will, welche von diesen Wirklichkeiten jetzt tatsächlich stattfindet, in einer objektiven äußeren Welt,
dann habe ich einen Systembruch. Und dieser Systembruch besteht darin, dass ich sozusagen, dass das, die äußere Wirklichkeit sich in eine innere spiegelt, diesen Reflexionsprozess. Und das ist, was wir Bewusstsein nennen. Und deswegen ist es ja das Bewusstsein, das Wirklichkeit schafft. Ah, das falsche Bild. Das Bewusstsein als Zentrum, das Ich-Bewusstsein, als Zentrum dieses äußeren Raumes, erschafft eine eindeutige Wirklichkeit, wo die Schrödingers Katze tot ist oder lebendig und nicht beides gleichzeitig. Weil eine gleichzeitig halb tote, halb lebendige Katze als einen quantenphysikalischen Überlagerungszustand, das ist nicht unsere Erfahrung. Wenn ich die Kiste aufmache, dann ist die Katze tot oder lebendig. Wenn ich hier drauf gucke, dann wurde das Photon entweder reflektiert oder ist durch. Nicht beides gleichzeitig, noch nie beobachtet worden. Das heißt, ich lebe hier oben in der Welt der Eindeutigkeit. Und die Welt der Eindeutigkeit ist die Welt des Bewusstseins. Das Bewusstsein hat die Fähigkeit, eindeutige Aussagen zu treffen. Du sitzt hier und eben nicht da. Du kannst dich gleichzeitig auf diesem Stuhl oder diesem Stuhl setzen. Das ist die zweiwertige Logik. Unser ganzes Bewusstsein ist zweiwertig organisiert. Verhält sich streng klassisch aristotelisch. Entweder bin ich lebendig oder ich bin tot. Nicht beides gleichzeitig. Diese Entscheidung, wahr oder falsch, sein oder nicht sein, tot oder lebendig, weiß oder schwarz, die ist als Grundstruktur in unser Bewusstsein eingebaut und ist die bewusste Wahrnehmung, die die Eindeutigkeit einer objektiven Welt erzeugt, sei sie materiell oder geistig. Also beides hat einen objektiven Charakter. Also die Materie ist einfach erschreckend objektiv. Also manchmal, ja, das ist einfach erschreckend objektiv. Ich komme nicht gegen an. Und das Geistige kann genauso erschreckend objektiv sein. Das ist die Welt des Bewusstseins, die Eindeutigkeit. Aber darüber können wir gewiss sein, es gibt eine Wirklichkeitsebene unter dieser Oberfläche. Die potenzielle Wirklichkeit, die Ebene der Quanteninformation, der reinen Information, der nicht kollabierten Wellenfunktion, die Ebene des Unbewussten, die nicht eindeutig ist. Und diese Nicht-Eindeutigkeit, die macht uns zu schaffen. Versucht mal einen Traum rational zu verstehen. Einen Traum, die Botschaft eines Traumes ins Eindeutige hineinzubringen. Das geht nicht. Der Versuch unseres Bewusstseins, einen Traum zu verstehen, ist ein ganz spannender Prozess. Da kommt eine Botschaft, auch durch solch einen offenen Quantenprozess, in unser Bewusstsein hinein. Deswegen sagen die meisten ja, Träume sind Träume. Weil sie sind nicht eindeutig. Sie haben nicht eine ganz klar definierte Botschaft. Nein, sie sind eine Botschaft aus dem Bereich des Nicht-Eindeutigen. Aber das Spannende ist, wenn sich das Bewusstsein, das eindeutige Dinge gewohnt ist, mit diesen Inhalten, diesen nicht-eindeutigen Inhalten des Unbewussten, des tiefen inneren Raumes beschäftigen. Weil dann passiert nämlich ein Prozess, der diese beiden Ebenen miteinander verbindet. Und das ist ein schöpferischer Prozess. Zum Beispiel, was macht ein Künstler? Ein Künstler macht nichts anderes als der Versuch, in der Welt des Eindeutigen, in der Bewusstseinswelt des Eindeutigen, etwas darzustellen, was nicht eindeutig ist. Und es geht nur symbolisch. Also ein Kunstwerk, ein kreativer Prozess, sei das ein musikalisches Stück, sei das ein Bild, eine Installation oder irgendeine spontane kreative Manifestation, ist immer ein Einbrechen des Nicht-Eindeutigen in diese eindeutige Welt des Bewusstseins. Es ist letztlich etwas Spirituelles. Und es geht darum, letztlich auch in sich selber diesen Stress, das ist ein ständiger Stressfaktor in uns, diese Trennung. Und solange diese Trennung sozusagen unüberwindbar ist, solange unser Bewusstsein in dieser eindeutigen Abkapselung existiert und nicht bereit ist, Impulse aus diesem Nicht-Eindeutigen, diesem tiefen Bedeutungsbereich anzunehmen, solange wird sich diese Spaltung auch symptomatisch in unserem Leben als Spaltung äußern. Das ist unsere feste Überzeugung, dass Krankheit immer eine symptomatische Äußerung ist von solchen kreativen Prozessen aus dem Inneren, die hier nicht zugelassen werden. Das heißt, Inhalte aus dieser tiefen Wirklichkeit
man auch als eine spirituelle Wirklichkeit bezeichnen könnte, die hier im Bewusstseinsraum nicht akzeptiert werden. Und die dann keine andere Chance haben, als sich objektiv zu manifestieren. Zum Beispiel eine Schulterverspannung oder die Nase juckt. Also irgendein Symptom in unserem Körper, das ist dann so eine Sprache, wo man irgendwann gezwungen ist, sich das wirklich anzuschauen. Und wenn man das dann wieder nur auf der rein symptomatischen Ebene, genau auf dieser Ebene zu behandeln versucht, ist das vielleicht als erste Hilfe ganz gut. Aber die Sprache dieser Symptome, die lügt dann nicht. Die weist dann wieder auf die Hintergründe hin. Ich glaube, jetzt haben wir lange genug. Wir können jetzt, wenn Sie möchten, ich komme mal kurz um das. Ich schaue, läuft alles richtig? Ich pausiere das. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ja, es ist richtig heiß gelaufen. Sehr gut. Ja, kommen Sie bitte mit. Sie brauchen sich auch nicht besonders zu entspannen oder jetzt tiefen flach atmen, sondern einfach wie Sie sind. Ne? Schlupp. Schlupp, genau. Ich sage auch immer Schlupp an der Stelle. Und, ups, der Burkhard Heim. Ah, da ist der Time Waver und jetzt das Cardio-Modul. Da ist es. Und wir machen wieder einfach eine 5-minütige Messung mit genau dem gleichen, Modus. Ich warte kurz, bis sich das hier eingeschwungen hat. Das haben wir auch schon, 97% Sauerstoff. Und lass uns einfach mal laufen. 5 Minuten. So. Und ich muss jetzt noch 5 Minuten was erzählen, aber das kriege ich schon nicht. Aber da war, glaube ich, eine Frage. Nimm ruhig das Mikrofon. Symbolhaftigkeit von Träumen, zum Beispiel, also ich erkenne jetzt in dem, was du vorher mit dem Photon beschrieben hast, das Doppelspaltexperiment wieder. Und ob vielleicht, also ich spreche jetzt von dem Doppelspaltexperiment, dass dieser Ablauf, der beim Doppelspaltexperiment geschieht, ob der mit der Ebene des Traumes vergleichbar wäre. In dem Sinne, dass Symbole ja mehrere Bedeutungen haben und beim Doppelspaltexperiment die Photonen sowohl durch ein Loch als auch das andere gelenkt werden können durch. Ja. Da steckt natürlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich ist. Ich habe schon verstanden. Es geht ja genau an dieser Stelle geht es darum, aus einer nicht eindeutigen Situation eine eindeutige zu machen. Die beim Doppelspaltexperiment, das ist ja praktisch diesem Experiment sehr ähnlich. Hier habe ich eine nicht eindeutige Situation, dass nämlich das Photon gleichzeitig mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50% in beide Richtungen sich bewegt. Aber wenn ich dann wirklich bewusst beobachte, habe ich es entweder doch hier oder dort gemessen. Das heißt, durch die bewusste Beobachtung wird das System in die Eindeutigkeit gebracht. Das heißt, ich komme aus dem Potenziellen ins Aktuelle, ich komme aus dem Unbewussten ins Bewusste. Also insofern könnten wir genauso in diesen kleinen Apparat ein Doppelspaltexperiment einbauen. Das wäre nur technisch noch aufwendiger gewesen, das zu realisieren als hier. Also in diesen kleinen weißen Kästchen ist ja genau diese physikalische Situation abgebildet in einem circa so großen Chip. Also das ist genau das gleiche Prinzip. Und der Traum ist tatsächlich so eine Schnittstelle beziehungsweise die Beschäftigung des Bewusstseins mit dem Traum. Das ist die spannende Stelle. Für mich war in dieser Situation vor allem auch die Frage, sind solche Traumbilder vielleicht, wie du es bezeichnet hast, Quantenprozesse? Ja,
Vielleicht habt ihr diese, also ich habe immer wieder, die bringt mich manchmal zur Verzweiflung, diese Situation. Ich habe einen Traum, bin ganz in diesem Traum und dann wache ich auf. Und dann ist dieser Traum noch präsent. Und ich versuche jetzt in meinem Bewusstseinsraum daraus irgendeinen formulierbaren, also verbal, also gedanklich formulierbaren Sinn herauszukriegen. Und es geht nicht. Ich weiß, der Traum ist da, aber es gelingt mir mit jeder Millisekunde, die verstreicht, immer weniger daraus eine eindeutige Formulierung zu machen, sodass ich zumindest mir selber erklären könnte, was ich da gerade geträumt habe. Ich weiß, ich habe es geträumt und es war sehr wichtig. Und es war richtig, es war bedeutsam, es war sinnvoll, es war wahr. Ja? Und auch das Gefühl ist da. Und jetzt versuche ich das zu denken. Und denken bedeutet ja, dass das Gefühl, Entschuldigung, dass das Bild, das innere Bild, das ich habe, übereinstimmt mit einer verbalen Formulierung. So funktioniert unser Denken. Es ist immer ein in Einklang bringen oder ein in Einklang sein oder ein Entdeckungssein eines Bildes mit einer verbalen Formulierung. Und es gelingt nicht. Und es gelingt nicht. Und mit der Zeit geht dann dieses Gefühl weg. Und ich habe das mal in einem Traum, ist mir das sehr deutlich geworden. Als ich dann aufgewacht bin, hatte ich diese, ich wusste, im Traum wurde die Wahrheit gesprochen, ja? Aber von einem Papageien. Also es war ein Papagei, der diese Wahrheit spricht. Und das ist interessant, weil der Papagei als Tier, ja, auf der einen Seite ist ein Tier, das heißt ganz tief auch im Unbewussten, er kann sprechen, aber er versteht ja nicht wirklich unbedingt, was er dort spricht. Also er ist so die Verbindung zwischen diesem Unbewussten und dem Bewussten. Und gerade in Indien, es ist eine uralte Tradition, dass Weisheitsgeschichten von Papageien gesprochen werden. Es gibt ganze uralte, jahrtausendalte Sammlungen von Weisheitsgeschichten, die Papageien sprechen, die sind dann über Persien, sind die bis nach Europa gewandelt. Und eines der größten spirituellen Werke Indiens, das Srimad Bhagavatam, wird von Shukadeva Goswami gesprochen. Shuka heißt Papagei. Also diese Symbolik ist da, dass da in uns ist diese tiefe, vollständige Wahrheit. Aber sobald man versucht, sie eindeutig zu formulieren, in Gedanken, in Worten, in der Welt des Bewusstseins ist sie einfach nicht mehr da. Und dieses Gefühl habe ich also ganz, ganz häufig, wenn ich aufwache und weiß wieder, wow, ich habe gerade noch etwas gesehen, was mir jetzt in diesem nächsten Moment schon wieder nicht mehr zugänglich sind. Und das, was wir so rüber retten können, sind die Symbole. Nämlich dieses Symbol zum Beispiel der Papagei, das war so ein Symbol oder ein anderes Symbol ist, wie ich plötzlich geträumt habe, ich springe in den Teich. Ja? Ich springe in den Teich. Oder vor ein paar Tagen habe ich geträumt, dass das Dach von unserem Schloss einstürzt. Habe ich jetzt aber schon dreimal geträumt. Es war nicht schlimm, es ist nichts passiert. Wir sind dann rumgegangen und gesagt, das ist kaputt, wir brauchen Neues. Das sind so Symbole und die begleiten dann. Oder ich, anderer Traum, da bin ich das heilige Gayatri-Mantra rezitiert, das ich als Mönch in Indien eingeweiht wurde. Habe ich rezitiert und plötzlich wache ich auf, rezitiere immer noch das Mantra, habe die heilige Schnur um meinen Finger gewickelt und stehe mitten im Badezimmer vorm Spiegel. So. Das sind so Symbole, die bekommt man und die geben zumindest einen Hinweis auf diese Wirklichkeit, die eben eindeutig in der Sprache der Gedanken nicht mehr beschrieben werden. Ah, aber wir haben hier ein vorläufiges Endergebnis. Was haben wir denn da? Es hat sich auf jeden Fall schon mal etwas... Ui, jetzt habe ich rumgeklickt. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Doch, ist es da? Das ist es, richtig. Hier sehe ich das. Wir hatten hier die erste Auswertung vor 51 Minuten und jetzt die zweite Auswertung. Sie dürfen sich, wir sind weit. Danke. Vielen Dank für die, danke. Für den Mut. Gerne. Vielen Dank. Und
ein schönes Beispiel. 20.03 Uhr sehen wir hier mit stolzen 3067 Punkten der sogenannte Distress Index. Das ist ein ganz wichtiger Stressparameter. Und der Stressindex, der akute Stress mit 710, also da macht man sich dann schon ein bisschen Gedanken. Aber jetzt, 51 Minuten später, sehen wir hier schon zwar immer noch eine deutliche Abweichung von der Norm, aber gerade der Distress-Index ist sehr schön heruntergegangen und eine insgesamt sehr viel harmonischere Verteilung. Das ist also ein Hinweis darauf, dass Ihnen entweder dieser Vortrag natürlich sehr gut getan hat, aber ich würde mal behaupten, dass die Frequenzen ihren Teil dazu beigetragen haben und es waren eben nicht irgendwelche Frequenzen, die Ihnen jetzt mitgegeben wurden. Ich schätze jetzt mal in diesen 20, 30 Minuten, die das gelaufen ist, sind 30 mal 6, also und das ein bisschen reduziert, vielleicht 100, 120 verschiedene Frequenzen zur Anwendung gekommen. Und keine hat vorher festgestanden, sondern die sind direkt aus dem Informationsfeld über diesen offenen Quantenprozess, der auch hier im Time River Home stattfindet, ermittelt worden. Immer mit dem Zweck, das zu ergänzen, was fehlt, oder die Anstöße zu geben, die das System braucht, um in diese innere Balance zu kommen. Und das ist ein sehr schönes Bild, wo man sieht, sehr schön, hat sich sehr schön balanciert dadurch. Ne? Also diese Verbindung mit dem Informationsfeld, mit diesem tiefen Quantenfeld, durch die Sprache der elektrischen Frequenzen hat sich in unserer Erfahrung jetzt seit fast 10 Jahren als einen sehr, sehr schönen und wirkungsvollen Weg herausgestellt, um in diese innere Balance zu kommen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, gerne. Gut, ich habe jetzt heute einfach mal relativ unsystematisch, wie das ja sonst ganz und gar nicht meine Art ist, einfach mal so ein bisschen aus diesem großen Bereich geplaudert. Habe verschiedene Ansätze, die wir selber eben erforscht und entwickelt haben in den letzten Jahren. Also all diese Systeme sind bei uns im Schloss Grenzlin entwickelt worden und finden mittlerweile, ich glaube, bei ca. 1500 Ärzten und Therapeuten weltweit Einsatz. Wir haben jetzt übernächstes Wochenende in Frankfurt unsere Jahreskonferenz, die Time by World. Da kommen 16 Ärzte aus Taiwan. Eine 91-jährige Ärztin kommt dort. Sie ist dort das eine der einflussreichsten Medizinerinnen, gerade in dieser Komplementärmedizin. Es kommen Ärzte aus Indien, aus Kanada, wird also wieder ein spannendes Wochenende und wir lernen auf diese Weise auch immer mehr dazu, gerade dadurch, dass wir jetzt praktisch in allen Ländern der Welt Menschen haben, vor allem Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker, die hiermit Erfahrung sammeln und so wird der Wissensschatz dann auch immer größer. Gut. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören für heute. Bitte? Es gibt in Berlin einige Heilpraktikerinnen und Ärzte und Ärztinnen, die damit arbeiten. Die findet man mit Sicherheit im Internet oder wenn man einen haben möchte, kann man sich bei uns in Grenzlin Prospekte habt ihr da liegen, bei uns wenden. Wir selber haben eine kleine Heilpraxis bei uns im Schloss. Das ist Alexander Lelling, der nicht nur sehr gut mit der Technik umgehen kann, sondern seit wie lange bist du Heilpraktiker? Seit Jahr 2000? 16 Jahre. Und seit 8 Jahren mit Time River. Aber wie gesagt, auch hier in Berlin gibt es auch sehr gute Ärzte und Heilpraktiker, die mit dem System arbeiten und dann da weiterhelfen können, wenn man da wirklich Hilfe braucht und Hilfe sucht. Bitte? Ist das Portal schon fertig, wo man finden kann, das finden kann? Ich hatte heute noch eine Skype-Konferenz mit unseren Programmierern dazu. Das wird leider noch ein paar Monate dauern, bis das richtig fertig wird. Aber wir arbeiten dran. Haben das jetzt zumindest in Auftrag gegeben, dass es programmiert wird. Dann wird es dann irgendwann ein Portal geben, wo man einfach guckt, was für einen Arzt oder was für einen Therapeuten suche ich und wo. Aber bisher funktioniert das alles noch manuell. Aber kein Problem. Übrigens, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich auch wieder, 5 Vorträge machen. Dieses Jahr ja der letzte. Wir haben jetzt noch keine Termine festgelegt, aber
Wir haben ja jetzt, glaube ich, von allen die E-Mail-Adressen und geht nächstes Jahr mit relativ hoher Quantenwahrscheinlichkeit weiter. Also bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Schon jetzt frohe Weihnachten dann. Vielen Dank.